gut. Ha. Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost. Yoga-Hosers, Alter. Prost. Und willkommen beim Bierdocher Podcast 266. Heute mit Jana, Gregor, Stefan, Horst und Dennis. Yay! Yeah. Es ist der 4. Oktober 2016. Wir befinden uns beim Gareb in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien, dort, wo es das ganz gute Essen gibt. Und das Ganze findet statt mit wukonic.com. Mit freundlicher Unterstützung von. Ja, das kann man nicht gleich ein. Mit freundlicher. Wo komme ich da hin? Von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur von Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch an unsere Flatterer, ans Klebemonster sowieso. Yeah. Immer ganz großen herzlichen Dank. Und diesmal, das können wir dann noch extra noch erwähnen, auch ein ganz. Unseren Patreon. Ja, unseren Patreon. Großen Dank. Ja, danke schön. Und Ben, hätte ich fast vergessen, unseren Feedbacker. Ah, es gibt wieder ein Feedback. Oh Gott, wir haben eins gekriegt, hast du es ausgedruckt? Da. Wir sind in der Offline-Falle jetzt. Ja, ich hab's durchgelesen, okay. Aber okay, ja. Ob ich es jetzt so frei wiedergeben kann, ach, das können wir schon machen. Ja. Ich folge dem immer, verlange ich Feedback und dann schreibe ich es nicht auf, wenn wir es kriegen. Vorbereitung, Herr Jens. Ja. Ja, ich kann eh rätseln, ich weiß noch auswendig, was er gesagt hat. Ich weiß auch, dass er gesagt hat, wir sollen seinen Namen im Podcast verlesen. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Das wird in der nächsten Ausgabe nachreichen. Ja. Okay. Genau. Teaser. Worüber reden wir heute? Fahrradgeschichten. Dienstreise nach Brüssel und OpenStreetMap Workshop. Game City. Yeah. Reise nach Marokko. Und ich rede über Slash Film Festival, nämlich über The Irascible Trash Fire, Carnage Park, The Greasy Stranger, The Yoga Hosers, The Swiss Army Man. Und außerdem über die Horrorserie Ash vs. Evil Dead. Die ist aus. Podcast an. Podcast an. Kommen wir zur Feedback-Verlesung, also Feedback aus dem Gedächtnis. Nein, verlesen. Das machen wir das nächste Mal, haben wir gesagt, oder? Weil, oder hast du es so gut parat? Bis auf den Namen weiß ich ziemlich alles, was er gesagt hat. Okay. Also vielen Dank, wir haben ein sehr nettes Feedback bekommen. Und der größte Punkt in dem Feedback war, dass das Feedback schlecht ist, das Feedback-Formular. Ja, weil wir Google-Formulare verwenden. Ja, und wir sollen stattdessen etwas anderes verwenden. Und das habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich das machen, beginnend mit dieser Folge, dass ich versuche, wieder das Diskussions-Plugin zu aktivieren. Okay. Das und müsste ich eigentlich nur drunter tun. Hat das auch eine Feedback-Formular? Ja, das kannst du im Prinzip, das kannst du embedden. Das ist ein Diskussions- Service sozusagen, der in Wirklichkeit auf einer anderen Webseite rennt und das kannst du zu deinem Blog oder irgendwohin embedden. Und dann hast du unten so eine Kommentarfunktion mit Authentication von Google und so. Also. Verstehe, aber du kannst jetzt nicht so die Fragen und Multiple Choice, so wie es jetzt bei. Nein, das kannst du nicht, deshalb habe ich auch das Google Form und werde es auch weiterlassen, weil das mir zum anderen den Hinweis liefert, wer OGG-Files hört und wer MP3-Files hört oder wer Shownotes liest oder so. Ja, also aber so spezifische Fragen ist schon wissen, ob es etwas Offeneres gibt. Vielleicht mache ich mich da schlau darüber. Das wäre cool, ja. Ja, genau. Außerdem hat er gemeint, wir sollten uns vielleicht mal eine hübschere Webseite zulegen. Das entspricht ja der Meinung, die du schon seit 5 Jahren pflegst. Naja, ich finde die sehr hübsch als Firmenfirmen-Webseite, aber als Hauptquartier des Podcasts könnten wir uns mal wirklich eine neue leisten. Aber das ist ein langes Thema, aber da ich hindere ja keinen. Ein Prototyp zu machen. Ich fange mal mit einem HTML-Tag an. Genau. Ja. Und wir können ja auch die Software von Stefan benutzen. Jederzeit. Und ich weise darauf hin, dass alle unsere Files und Inhalte Creative Commons lizenziert sind. Also jeder kann den Bierdacher Podcast folgen. Das ist ein guter Hinweis. Okay. Hindert niemand. Sogar meine liebevoll handgemachten Shownotes kann man transferieren.
Also vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall für das Feedback. Das nächste Mal sehr nett und steht in den Shownotes drinnen und den Namen werden wir nächstes Mal noch verlesen. Genau, richtig. Und dann vielleicht noch genauer ausführen, was wir jetzt genau. Das heißt, dich fallen haben lassen. Oh, vor Freude, dass wir ein Feedback gekriegt haben, haben wir es jetzt nicht gescheit verlesen. Sind das noch nicht so gewohnt. Noch eine Frage zu den Creative Commons. Das heißt, du hast die Texte und die Inhalte lizenziert. Alles Creative Commons Share Alike lizenziert. Mhm. Hast du auch jeden, der dazu beigetragen hast, danach gefragt, ob er damit einverstanden ist? Nein, die sind selber schuld, wenn sie in den Podcast kommen und sich vorher nicht vorbereitet haben und auf meine super Homepage schauen, wo ganz große Creative Commons Logos sind, sind sie wirklich selber schuld. Ja, sie sind überhaupt selber schuld, wenn sie zum Gitter kommen. Genau. Aber wir können, das ist eine gute Idee, wir können so schriftliche Wuscher. Also ich, im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten, nehme ich zur Kenntnis, dass alles, was ich hier sage und tue, vom Horst auf einer miesen Webseite veröffentlicht wird. Alles, was ich sage und esse. Genau, ja, Speisefotos. Ja, nein, es ist ganz selten, dass ich ein Foto draufhaue, das nicht Creative Commons lizenziert ist, dann tue ich es aber immer unten dazu schreiben. Ja. Gut. Okay, was kommt jetzt? Termine, oder? Termine, ganz genau. Ja. Ich hab Termine. Aber warum steht das nicht hier? Es ist, kann ich verlautbaren, es läuft gerade, am 30.09. hat es begonnen, im Gartenbaukino Stanley Kubrick, eine Werkschau. Oh. Und es werden alle Stanley Kubrick-Filme gebracht, inklusive diesem AI, wo er ja eigentlich nicht mehr so wirklich dabei war oder so Drehbuch geschrieben hat. Und es ist vielleicht ein bisschen spät, wer schon begonnen hat, aber sie spielen Gott sei Dank manche Filme oder alle Filme, da bin ich mir nicht ganz sicher, zweimal. Das heißt, das läuft, glaube ich, noch bis 18. dieses Monats. Das heißt, man hat noch genug Zeit. Ich empfehle auf jeden Fall, ins Programm zu schauen. Einige der Filme, der größeren Produktionen, spielen sie in 70 mm, das heißt, in echt schöner Auflösung. Das heißt, man könnte sich, wer es noch nicht 10.000 Mal, so wie ich im Leben gesehen hat, Odyssee 2001, sich vielleicht anschauen auf 70 mm. Aber auch andere Filme sind sehr lohnend. Ich habe auf jeden Fall vor, mir Barry Lyndon anzuschauen, einer meiner Lieblingsfilme von Kubrick. Ich kann vermelden, dass EU-Codeweg ist, und zwar genaue Dates bitte in den Shownotes oder auf der Codeweg-EU-Seite nachschauen. Ich vermute, es ist die Woche, wenn Sie den Podcast hören, sobald er draußen ist, dann eine Woche später. Und das ist eine Veranstaltung in der ganzen EU. Da gibt es also Veranstaltungen, wo man programmieren lernt oder wo Programmierthemen beworben werden. Und die findet man alle auf der Codeweg EU Homepage. Ansonsten gibt es noch die Subscribe, oder? Gibt's ja da nie. In München, oder? In München, genau. Übernächsten Wochenende, 14. 15. 16. Oktober. Wo gehst du hin? Hier. Das ist irgendwo beim BR. Genau, wo es ist. BR ist der Bayerische Rundfunk. Okay. Ja. Da haben auch Melanie Bartos, die als Meetup organisiert ist, da dabei. Und die Organisatorin. Jupp. Termine fertig? Geschwommen. Es gibt ja kein Friday Night Skating mehr. Oh ja, das ist eigentlich auch erwähnenswert. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ja, für dieses Jahr. Weil zu kalt. Ja, also es geht nur bis zu September. Dunkel. Und Ende September war der letzte Ausfahrt. Mhm. Ich war dabei. Und ja, viele andere Menschen auch. Ja. Also, ich glaube so 2000 Menschen. Also eine der größeren Ansammlungen war das letzten Freitag nochmal. Ja, wenn wir schon bei Terminen sind, die nicht mehr sind, das ist das Slash-Filmfest, das ist nicht mehr. Es gibt keine Horrorfilme mehr. Oh. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt in einem Kryotank und lass mich wieder auftauchen. Wir rufen auf zu einer Beschäftigungsvorschläge für Gregor. Ja, bitte. Wobei, am Donnerstag ist die Premiere von einem Hoffmannsthal-Stück, fällt mir gerade ein. Der Schwierige. Aha, schaust du hin? Schaust du das an? Ich habe Karten für die Premiere. In welchem Theater spielen Sie das? Ich glaube, Josefstadt war das. Oh, schön. Wenn wir bei Terminen sind, am 26. Dezember 2016 bis, glaube ich, 30. findet der Chaos Communication Kongress, der 33. statt. Ach ja. Und ich habe ein Ticket!
Ach, lief schon? Ja, es ist jetzt dieser Vorverkauf. Das heißt, wenn man würdig genug ist, kriegt man eine E-Mail von einem Freund, der dann sagt, schnell, hier kriegst du einen Code, damit kannst du dir jetzt noch ein Ticket sichern. Mhm. Diese E-Mails wandern derzeit gerade herum. Okay. Und nachdem dann die Elite, wie ich zum Beispiel, dieser Liste sind, die Tickets gekauft hat, dann startet der offizielle Vorverkauf, wo einfach es darauf ankommt, dass man so schnell wie möglich klickt und sich ein Ticket sichert. Und du bist fix dabei und freust dich schon. Ich bin jetzt fix dabei, habe aber meinen Code, meinen Wuscher-Code schon wem anderen schicken müssen. Aber okay, also du bist nicht. Ich nehme Bestellungen für 2017 entgegen. Bestechungen, ja. Hast du auch schon Unterbringungen und so? Aber das ja, das Einzige, was ich noch checken muss, ist der Flug. Du Streber, Wahnsinn. Das ist ja, ist schon. Ich habe das voll social engineert. Ich habe mich bei anderen Leuten eingeschleimt, die das total perfekt können und habe gesagt, bitte, nimm's mich auch mit. Mhm. Wollen wir noch ein bisschen dämpfen? Ja. Ist schon Talk eingereicht? Nein. Jetzt bin ich enttäuscht. Vielleicht mache ich einen Lightning Talk. Ich muss erst schauen, ob ich ein würdiges Publikum finde. Und ein Thema. Ja, ich habe eingereicht. Wirklich? Oh, du hast einen Talk? Ich habe einen Talk eingereicht. Das heißt aber nicht, dass du... Das heißt überhaupt nichts. Musst du dann trotzdem zahlen für den Kongress? Wenn er genommen würde, dann nicht. Wobei das ist die Frage, zu viel? Das gehört, das ist ja dann, wobei die Frage ist, wie das ganze Chaos dann aufgelöst wird. Aber es wird eh noch ziemliches Chaos werden, glaube ich, diese Geschichte. Also die Hälfte der Tickets wird jetzt auf die Art und Weise über die Vouchers vergeben. Und es erzeugt schon ziemliche Unzufriedenheit, weil es halt, die Randbedingungen waren die, Subvereine und verwandte Vereine vom Chaos Communication Congress, Airfas, aber nicht nur, sondern auch andere haben Gutscheine bekommen, teilweise welche, die beliebig weiter übertragbar sind, in dem Sinn, wenn da einer einen Code eingelöst hat und die Zahlung eingegangen ist, dann generiert sich ein neuer Code und der neue Code ist dann sozusagen für den nächsten verwendbar. Das heißt, man weiß nicht, wie schnell das geht, weil das hängt im Endeffekt davon ab, wie schnell die SEPA-Zahlungen funktionieren, das internationale sind. Und so. Das sind die eine Art Gutscheine, die andere Art Gutscheine sind all diejenigen, die entweder einen Talk gehalten haben oder die Engel waren. Und zwar, ich glaube, mindestens 10 Stunden Engel waren oder sind der Größenordnung. Also diejenigen, die Engel waren und ein T-Shirt bekommen haben dafür, das war das Kriterium, die haben auch einen Gutschein bekommen für sich selbst und eine weitere Person. Mhm. Und all diese Gutscheine sind in einem Pool und sind so lange gültig, bis die Hälfte vergeben worden ist. Aller Tickets. Also total komplexes Reglement. Ja. Klingt dann aber so auf einfache Verlosung einfacher, ne? Ja, das haben sie aber auch schon mal gehabt und das hat auch böse Blut verursacht. Also es verursacht alles irgendwie böse. Sie sollten einfach eine komplette Kleinstadt mieten, damit es alle einkriegen. Ja, ja. Und dann ist die Geschichte, dass er wahrscheinlich dieses Jahr das letzte Mal im CCH ist. Nein, nicht in Hamburg, aber im CCH ist. Danach wird es vielleicht in der Messe sein in Hamburg. Mhm. Es sieht so aus, als würden sie den gleichen Deal, den sie für ein CCH haben, dann für die Messe kriegen, also dann im Messehallen stattfinden. Aber das werden wir alles noch hören. Mhm. Also sollten wir langsam wirklich ein Stadion anmieten. Genau. Es ist halt dann auch ein bisschen ein Problem, wie man dann die Talks macht. Nicht? Die Köln Arena zum Beispiel, dort gibt es nämlich auch kleine Hallen drin. Und falls jemand jetzt kein Ticket kriegt oder das nicht vorhat oder versemmelt hat, nicht traurig sein, der Birtacher Podcast wird berichten. Außenreportage. Genau. Hey, wirklich. Das heißt, du wirst auch ganz sicher dort sein. Yep. Und werden wir wieder ein morgendliches Roundup machen dann? Werden wir sehen, wie wach wir dann sind. Stimmt, wir haben gut einmal. Wobei morgen ist relativ, wir haben glaube ich um 1 am Nachmittag aufgenommen. Ja, also nach dem Aufstehen. Das okay. So früh. CCC morgen. Ja, CCC morgen. Postfrühstücks-Podcast, ne? Genau. Ja, Termine fertig? Scheint so, oder? Vermutlich gut. Ich habe keine. Dann möchte ich die Tradition einführen, dass die Gäste, die selten da sind, zuerst reden dürfen. Das ist verstanden. Yes. Yes. Jana, das bitte berichte halt uns. Ja gut, was berichte ich denn? Du warst in fremden Ländern. Ich war in fremden Ländern, ja. Und ganz wichtig, du hast eine andere Frisur jetzt. Weltbewegende Neuigkeiten. Ja, weltbewegend, ein bisschen kürzere Ruhe, aber das hat nicht mit meiner Reise zum Tor und auch nicht mit sonst irgendwas, sondern einfach nur so. Ja, ich war in Marokko und
Ja, es ist natürlich ein fremdes Land, aber so fremd ist es nicht. Ich habe ja da mal 14 Monate verbracht, also von Juli 2014 weg. Und quasi genau ein Jahr später, nachdem ich wieder zurückgekommen bin aus Marokko, habe ich noch mal 2 Wochen dort Urlaub gemacht und halt meine ganzen Freunde, Freundinnen besucht und dann ein bisschen rumgereist. Und das Besondere war, dass am 12. September, also während der Zeit, wo ich eh dort war, Eid al-Kabir war, also das Opferfest, heißt es auf Deutsch. Eid al-Kabir heißt einfach nur das große Fest. Und das ist ja von der Wichtigkeit ungefähr so wie Weihnachten bei uns. Also alle Leute fahren zu einer Familie und es kommt zu einem totalen Verkehrschaos und so. Und es tut auch keiner irgendwas, alle Geschäfte haben zu. Was echt selten ist in Marokko, dass wirklich kein einziges Geschäft aufhört, nicht mehr irgendwelche kleinen Eck-Tante immer läden. Und jede Familie, die es sich leisten kann, schlachtet ein Schaf. Okay. Und das ist ja eine Anlehnung an die Geschichte, wo. Wer war das? Abraham. Ja, Abraham, Ibrahim im Koran hat ja seinen Sohn opfern wollen und das war dann nicht da, weil, ja, keine Ahnung, die Geschichte halt. Das ist auch in der Bibel. Es steht auch in der Bibel, es steht auch ähnlich im Koran. Halt, und deswegen wird halt immer ein Schaf geopfert. Also man feiert eigentlich, dass die Christentum und der Islam keine Menschenopfer macht. Ja. Im Gegensatz zu dem Phönizierkult, der dort war und wo das üblich war. Ja, und das war ziemlich krass, weil ich war schon zweimal während Eid al-Kabir in Marokko, weil ich ja da so lange gewohnt habe, aber ich war noch nie wirklich zu dem Fest eingeladen, also da war ich dabei. Warst du eingeladen? Ich war eingeladen, ja, das war schon ein bisschen komisch, weil schon im Vorhinein, genau wie im Weihnachten bei uns auch, alle werden ganz wahnsinnig irgendwelche Geschenke kaufen. Also ist auch diese Geschenkspflicht? Ja, nein, eigentlich nicht, aber man seine Kinder schenken halt ein neues Gewand und ja, also es ist ziemlich interessant. Vor allem die ganzen Schafe, die da verkauft werden. Ah, in die Städte schlachtet ja jeder ein Schaf. Und also wirklich diese berühmte Hinterhofschlachtung, wo jeder dann schlachtet. Ja, dazu komme ich gleich, weil du in die vorher noch, ich bin vorher ein bisschen rumgereist mit 3 Freundinnen, mit dem Bus haben wir in den Norden gefahren und auf der Rückfahrt sind mehrere Schafe und Ziegen im Gepäckraum vom Bus mit uns mitgereist. Und auf dem Busbahnhof waren wirklich ziemlich viele Schafe unterwegs, das war relativ lustig anzuschauen, aber auch ziemlich dreckig. Ja, und ich war von meiner Freundin eingeladen und habe mich voll gefreut, dass mich die dazu eingeladen hat, weil es ist ja doch ein Familienfest. Und ja, die haben ein Schaf geschlachtet. Und ich war da mit nur 2 europäischen Freundinnen, also wir waren mal zu dritt bei einer marokkanischen Familie eingeladen, wir kennen uns alle 3 recht gut, deswegen war das jetzt nicht weiter komisch. Aber wir 3 waren alle noch nie bei einer Schlachtung dabei. Und dann haben die das Schaf aus ihrem Garten genommen und einfach in einem Treppenhaus, also ein Großstadt-Treppenhaus in Rabat, geschlachtet. Die haben einfach das Schaf nochmal im Kehle durchgeschnitten und dann halt ausblenden lassen. Und das Blut ist das Stiegenhaus runtergelaufen da? Ja, so ungefähr. Und dann ist sie geflutet. Und schon aufgewaschen nachher? Ja, natürlich. Okay. Es hat ein bisschen ausgestellt, ja, es ist wieder abgestorben worden, es ist ja auch schon aufgeschlafen. Und also Blutspritz an der Wand und so, das war ziemlich krass. Hast du Fotos gemacht? Ja, ich habe Fotos gemacht. Herrlich. Ja, und dann ist ja das Fest. Aber von dem Zeitpunkt, wo das Schaf geschlachtet ist, kann man so lange Schaffleisch essen, bis es weg ist. Und das ist wirklich fein zum Frühstück und zum Mittagessen und zum Abendessen und in der Nacht und zum Frühstück und zum Mittagessen. Du aber so, ich bin ja eigentlich Vegetarier. Aber nachdem ich da eingeladen worden bin, habe ich ja nicht nachsagen können, weil die besten Stücke kriegen immer die Gäste gegessen werden. Und ja, so habe ich ziemlich viel Fleisch gegessen. Und was ist das beste Fleisch am Schaf? Also als allererstes werden die ganzen Innereien gegessen in der Tagine, das habe ich nicht so richtig gut gefunden. Also war so Lunge und Leber und weiß ich nicht was, einfach in einem Eintopf gekocht. Ah, gut. Oh, muss man mögen. Eigentlich die Zitronen, die es in Marokko oft gibt, das habe ich nicht so nicht lecker gefunden. Und dann
Als nächstes gibt es Leber gegrillt und zwar eingewickelt in das Bauchfett. Mhm. Das war auch echt lustig, die haben das Bauchfett genommen und haben das einfach auf ihrem Sofa hingelegt zum Trocknen. Einfach so. Weil da drauf sitzt. Also man hat echt Nahkontakt zu diesem ganzen Schafthema. Ja, ja. Und nur dazu wird das Schaf, bis dann zerschnitten ist, ja im Türrahmen aufgehängt. Also da ist mein ganzer Tag. Lass mich mal bitte vorbei. Dass keine Gäste mehr reinkommen. Also. Ja. Also es war wirklich interessant, da mal dabei gewesen zu sein. Und die Leute sind dann gut drauf wegen dem Fest? Oder so wie bei uns zu Weihnachten, dass die ganzen Familienkrisen dann ausbrechen? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe jedenfalls keine Familienkrisen mitgerückt. Aber es ist halt, also ich finde es relativ vergleichbar, wie bei uns Feiertag. Man isst ziemlich viel, man hängt den ganzen Tag mit seiner Familie rum und vielleicht schaut man ein bisschen Fernsehen, wenn man sonst zu müde für uns ist. Und Bescherung ist dann vorm Essen? Oder gibt es überhaupt so eine Bescherung? Dass man Nein, es gibt keine Bescherung. Eigentlich ist die Hauptsache das Essen und das selbstgeschlachtete Schaf. Und das Schaffell wird dann auch noch verwendet? Das kommt drauf an. Oh, also das war ziemlich seltsam für mich in den nächsten, also die zwei Tage nach dem Ei, dann überall auf dem am Straßenrand irgendwelche Schaffälle, Schafköpfe, Beine, was auch immer rumliegen. Aber mir ist gesagt worden, dass die aufgesammelt werden von irgendwelchen Leuten, die halt dann da Lieder draus machen oder was auch immer. Aber erstmal links rum und das ist schon ein komisch. Also ich habe jetzt gerade gut gegessen und habe Appetit bekommen. Ja, Innereien. Du hast aber nicht nur der Schlachtung zugeschaut. Nee, leider nicht. Ja, das. Wir verstecken das ja eigentlich nur vor uns. Ja. Ne? Und drängst dann im Tetrapack, sondern halt eingeschweißt und möglichst nicht mehr erkennbar, was das eigentlich ursprünglich ist, damit das nicht davor, weiß nicht, graust oder sonstiges. Nicht. Ja, also ich finde, wenn man Fleisch ist, sollte man auch einfragen können, wenn er nicht geschlachtet wird. Ja, das stimmt zu stehen. Ich war letztens über mich selber ganz schockiert. Ich habe mir eigentlich nie die Frage gestellt, mit diesem Zellophan abgepackten Händelfleisch, ob da auch mal ein Hahn darunter ist. Und jetzt habe ich mal jemanden gefragt, der da näher an dem Bauernhof dran ist. Und ja, es kann vorkommen, dass man auch mal einen Hahn isst. Ist das Fleisch ein bisschen anders, aber merkt man eigentlich nicht. Naja, hat nur so eine Randnotiz. Okay. Wie lang feiert man das dann? Ist das ein Abend und nächsten Tag oder geht das über mehrere Tage? Nein, es ist eigentlich der Vorabend. Am Vorabend geht es unglaublich zu auf die Straßen. Nur. Also wir waren da, glaube ich, im Leichtbus Mitternacht draußen, weil alle Straßenstände und so aufgehabt haben und alles Mögliche, was wir so auf marokkanischen Märkten. Das ist bevor es die Schafe schlachten. Genau, am Vorabend vom Edelkabir. Und dann am Edelkabir selbst, am Vormittag, werden halt nacheinander die Schafe geschlachtet. Das ist wirklich witzig zum Anschauen. Das war so ein Gatter in dem, in dem Wohnkomplex, wo halt normalerweise die Fahrradl eingesperrt sind, was so ein Radl-Dings. Und da waren halt, weiß nicht, 10 Schafe drin oder so. Und irgendwie sind es immer weniger geworden. Und jeder hat halt sein Schaf geschlachtet. Ja. Ja, und für dich war es ja das zweite Mal jetzt Marokko, gell? Nach deiner ersten. Ja, nein, es ist eigentlich das dritte Mal, dass ich in Marokko bin. Okay. Aber, ich war hauptsächlich da, wo ich eh schon war. Ich bin ein bisschen rumgereist. Ich war in Tetouan, das ist im Norden, neben Tanger, und in Martil, das ist am Mittelmeer. Und in Aksha, da sind ziemlich große Wasserfälle, aber zu denen muss man ungefähr 4 oder 5 Stunden wandern. Und so viel Zeit haben wir nicht gehabt, also sind wir nur ein bisschen so bei dem Gebirgsgeplätscher rumgestiegen. Und es war ganz heiß, es hat bestimmt so 35 Grad aufwärts gehabt. Also vielleicht ist es nicht so klug, in der prallen Sonne so lang zu wandern. Im September ist es halt echt noch warm in Marokko. Und dann war ich auf Schauen. Das ist bekannt als die blaue Stadt im Riftgebirge, wo nur dazu bekannt ist dafür, dass unglaublich viel Gras da abgebaut wird. Also unglaublich viel Drogentourismus da. Und ja, das ist schon ein komisch, weil die ist halt wirklich relativ offen auf der Straße verkauft. Ja, das ist offiziell verboten in Marokko, aber das ist da schon wirklich geil. Das ist interessant, ja. Ja, und sonst war halt ein Rabatt, wo ich gewohnt habe, das hat mir wirklich, wirklich gefallen. Auch die Stadt noch mit zum Sängen, die verändert hat noch ein Jahr. Und zwar? Rabatt, die Hauptstadt. Und ja, wie hat sich also verändert? Ja, es war, die haben ein großes Stadterneuerungsprojekt auch gleich zu dem Zeitpunkt, wo ich davon weggegangen bin. Das heißt irgendwie La Capitale Ville Lumière oder so, also Stadt des Lichts, Hauptstadt Rabat. Und die haben ganz viele große Straßen reingemacht und vor allem die
die Promenade entlang am Atlantik, die war eher so, ja, Müllhaufen und nicht wirklich schön, haben es komplett neu gemacht und ich glaube, die bauen da jetzt auch noch Cafés hier und sie planen. Wird da schon flaniert? Oder? Ja, da kann man echt schön flanieren, da ist wirklich schön entlang zum Spazieren. Du kannst bestimmt 3-4 Kilometer entlang an der Uferpromenade vom Atlantik gehen. Und das Street Art Festival, was das ist, GIDA, das hat es, als ich dort war, 2015 das erste Mal gegeben, wo es halt irgendwelche furchtbar hässlichen Häuserfassaden mit schöner Street Art bemalt haben, hat es diese wieder gegeben. Es gibt quasi noch viel mehr echt coole Street Art Dinger, ganz, ganz große, einfach richtig große Hochhäuser. Ja, aber sonst, Rabat ist ein bisschen verschieden als die Stadt, in der nicht was passiert, die so langweilig ist. Und, weil es ist halt Hauptstadt und da gibt es eigentlich nur Botschaften und Konsulate und natürlich gibt es ein kulturelles Leben, aber verglichen mit Casablanca, das 100 Kilometer daneben ist, ist es halt nichts. Aber mir hat es ziemlich gut gefallen in Rabat. Also eine wirklich schöne Stadt, ist grün und ruhig und am Meer. Ein bisschen wie Wien, nur ohne. Nur, ja. Mit plus Meer, das ist und schon nettere Menschen. Ich weiß nicht, das sage ich jetzt nicht so. Ich fühle mich in Wien schon ganz wohl. Ah ja, und nur was ist mir aufgefallen, das hätte ich beinahe vergessen. Gut, dass ich einen Notizzettel habe. Seit Juli gibt es eine Kampagne, die heißt Zero Mika, also null Plastiktüte. Ja. Und es gibt wirklich keine Plastiktüten mehr. Das hat mich total schockiert, weil als ich da gewohnt habe, ich bin zu jedem Laden immer hingegangen und habe gesagt, nein, ich habe da meine Papiertüte oder meine Stofftüte, gibt es nur bitte keine Plastiktüten. Das hat es überhaupt nicht interessiert. Und jetzt auf einmal ist verboten, es gibt wirklich nirgends mehr Plastikblüten. Also aus Umweltschutzgründen. Aus Umweltschutzgründen. Ja. Weil nämlich jetzt im November der Kof Van Dö, das ist der UN-Klima irgendwas, in Marrakesch stattfindet. Und, also, und jetzt haben sie halt echt ziemlich viele Umweltschutzkampagnen gerade laufen. Vor allem Fernsehen, das habe ich ziemlich lustig gefunden. Klingt jetzt aber so, als kommt es eher von top-down, also von oben nach unten, das Umweltschutz. Ja, auf jeden Fall. Aber durch das, dass du halt einfach mal die Plastiktüten verboten haben, kannst du dann nicht mehr verdorben. Aber das ist eigentlich ganz cool, weil Plastiktüten gibt es echt viel und es wird auch total viel Müll am Boden geschmissen. Und jetzt gibt es auch ganz viel mehr Mülleimer auf den Straßen, also man kann seine Sachen auch wirklich echt wegschmeißen und muss dann mit dem nächsten Traum da. Und es wird auch wirklich offensiv dafür geworben, besser auf die Umwelt aufzupassen. Also es gibt ganz viele Plakate und Sticker und so. Und auch im Fernsehen, die berühmteste Fernsehköchin, die hat ganz lange Werbespots, so 3-4 Minuten lang, wo es erklärt, wie cool das eigentlich ist, mit einem Korb auf dem Markt zu gehen oder so. Das nicht mit dem Sackerl. Ja, nicht mit einer Plastiktüte daheim. Und das ist eigentlich schon ganz lustig, wie die irgendwie so didaktisch versuchen, der Bevölkerung beizubringen, auf Nachhaltigeres umzusteigen. Ja. Jetzt habe ich ganz schön fängt. Und du hast eine Podcast-Episode aufgenommen. Oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe einen Freund von mir, der ist ein Marokkaner, der lernt schon länger Deutsch. Den habe ich gebeten, mir sein Lieblingsplätzchen von Rabat zu holen. Und es ist dann leider, was heißt leider, es ist dann ein Spaziergang raus geworden. Also wir sind mal entlang der belebtesten Souk, also Medina, Altstadtstraße, entlang spaziert und dann in einem ziemlich schönen Garten. Und ich hoffe, ich kann das ganz bald mal selbst hören und zusammenschneiden und bald veröffentlichen, damit ihr das auch hören könnt. Yeah. Sehr cool. Ja. So viel aus Marokko. Ja, erzählt weiter. Dann gehen wir von Marokko direkt nach Japan. Ich werde jetzt nämlich immer dazwischen kriechen. Ich habe sonst Filme. Du musst das unterbringen. Ich werde das jetzt straff halten, die einzelnen Filme, und einfach immer nur so zwischendroppen. Weil und das auch chronologisch, den ersten Film, den ich die Woche nämlich gesehen habe am Slash Filmfest, war ein japanischer Mystery-Horror-Film aus dem Jahr 2015 namens The Inerasable, das Unauslöschbare. Ja. Regiert geführt ein Yoshihiro Nakamura. Und kurz erzählt, worum geht's? Es geht um eine Horrorgeschichtenautorin, die so Einsendungen von Lesern annimmt und die erzählen ihnen in ihren Leserbriefen Horrorgeschichten und sie verarbeitet das weiter und veröffentlicht das. Und da stößt sie auf eine Leserin, eine junge Frau, die, glaube ich, studiert und in einer kleinen Wohnung wohnt und dort
auf folgende Geschichte trifft. Immer wenn sie, also es ist eine ganz kleine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, und das eine ist das Schlafzimmer, das andere ist ihr Arbeitszimmer, und wenn sie nicht ins Schlafzimmer reinschaut und am Abend vor sich hinwerkelt, dann hört sie so Geräusche, als würde jemand über den Boden wischen. Ja? Und das löst sich hier nicht auf, und sie bleibt mit dieser jungen Frau, die Horrorautorin, irgendwie in Kontakt, und irgendwie verstärkt sich dieser Kontakt aus, und sie gehen dieser Geschichte auf den Grund, was dahinter steckt. Ja? Und so kommen sie drauf, dass ich zwar nicht in dieser Wohnung, aber auf dem Grundstück hat sich mal eine Frau befunden, die sich erhängt hat. Mhm. Und dieses Wischgeräusch ist so der wischende Kimono von links nach rechts. Ja. Das ist so eine Geschichte. Nicht umsonst ist es ein Horror-Mystery-Film angeschrieben, weil es eigentlich eine relativ feingespinnte, gespenster-unheimliche Geschichte ist. Aber jetzt kein wirklicher Horrorfilm im klassischen Sinne, dass du jetzt laufend Schockmomente hast. Ja. Ja. Ah, umsetzen. Okay. Ich wollte jetzt nichts sagen. Oh je. Naja, das machen wir. So. Ich kommentiere das gerne. Ja, ich setze mich gerade rum, weil... Der Dreh von dem Film, den Kinomo sieht man dann, oder der wischt unsichtbar? Was ist? Nein, man sieht die Frau und so. Das wischt, aber das sieht man nur. Okay. Aber das ist nur eine Geschichte, ja? Sie recherchieren, dass das, warum sich die Frau umgebracht hat und dass es davor schon irgendwie eine Familie gegeben hat, wo anscheinend Kinder abgetrieben wurden und dass es da noch viel mehr Unglück gegeben hat, ja? Und ab Hälfte des Films, da kann man auch schon so verhaltene Lachsalven vom Publikum, weil einfach das Gespinst, was aufgezogen wurde, ja, und fast dermaßen viele verschiedene Horrorgeschichten, und das geht immer weiter zurück, ja, dass man da einfach teilweise überfordert ist während dem Schauen des Films. Aber es ist nicht gedacht als lustig, sondern nur das genau, weil es einfach dann schon so halt die Japaner machen da keine Gefangene, die ziehen das halt wirklich von A bis Z durch, und die Horrorfilmautorin nimmt dann auch Kontakt auf zu anderen Autoren, und die recherchieren an verschiedenen Plätzen und so, und das wird halt immer mehr, und es geht halt, wie der Name schon sagte, inerasable, um einen Fluch, der irgendwie unauslöschbar an vielen Leuten haftet, und man hat jetzt nicht nur die erhängte Frau, sondern ganz viele von einem Verrückten, der durch die Untergewölbe der Häuser gekrochen ist, bis zu einem Bergunglück, wo ganz viele Bergleute verbrannt sind und so. Und das wird halt alles immer so über die Recherche so ein bisschen indirekt erzählt, nur ganz, ganz seicht angedeutet. Und so, man kann sagen, so im letzten Part explodiert es ein wenig, aber auch nicht viel. Es ist nett gemacht, besonders weil Japan ja durchaus einen eigenen Zugang zum Horror hat. Das heißt, sie haben einen eigenen Begriff, wie Gespenster funktionieren von der Mechanik her. Und wenn man sich diese Aufnahmen von diesen Phänomenen dann anschaut, haben die auch eine ganz eigene Art von Körperhorror. Also wie sich diese Geister bewegen und wie das unheimlich wirkt. Ich meine, eigene Horrorästhetik sozusagen. Richtig, hat ja auch teilweise bei uns sehr gut funktioniert in Form von The Ring beispielsweise, was dann auch Amerikaner nachgemacht ist. Also ich glaube, auch das europäische oder das westliche Publikum ist sehr empfänglich dafür, gerade weil es ein bisschen anders ist als der westliche Horror. Also durchaus eine Empfehlung, war jetzt nicht so, dass ich mich jetzt wahnsinnig gegruselt hätte, aber wenn man ein bisschen was mitbekommen möchte über wie japanischer Horror funktioniert, ist das ein guter Film, weil es eben so viele Geschichten drinnen verarbeitet. Ja. So, Film 1. Jetzt Six to go. Nächste. Ich habe auch eine kleine Reise gemacht. Okay. Eigentlich bin ich gar nicht da, aber bin doch da wegen Schlechtwetters. Also wir wollten 4 Tage Radfahren, aber es ist eine Regenfront durch Österreich gezogen, die sich abgezeichnet hat über die letzten Tage. Daher haben wir vorher abgebrochen. Und zwar der Plan war, den Murradweg zu fahren. Ah ja. Die Mur ist ein Fluss in der Steiermark, beginnt aber schon in Salzburg. Wir sind mit dem Zug zuerst nach Unzmagt gefahren. Das ist ein Ort in der Steiermark. Da fahren die Redjets von Wien direkt hin. Man möchte es nicht für möglich halten. Relativ kleines Kaff, aber nichtsdestotrotz kann man hinfahren. Erste Geschichte zum Thema Radfahren und Railjet. In einigen Railjets kann man jetzt Fahrräder wieder mitnehmen, weil es gibt eben Railjet-Garnituren, die Fahrradabteile haben.
Das ist schon mal gut. Mhm. Allerdings kann man denn das nur mitnehmen, wenn man auch eine Reservierung für einen Fahrradplatz hat. Also so wie es Sitzplatzreservierungen gibt, gibt es jetzt auch Fahrradplatzreservierungen. Mit Nummer und allem drum und dran. Und wenn man sich das ausdruckt, hat man dann 5 DIN A4 Seiten. Eine mit der eigenen Fahrkarte, eine mit der Fahrkarte. Geht das nicht an der App? Papier. Vermutlich, aber ich bin so konservativ, ich druck das außer von dir. Was? Aber was auf jeden Fall nicht mit der App geht, ist, dass man eine Papierrolle braucht, die man dann aufs Rad draufhängt, wo dann draufsteht, dass das Rad ist mit der Karte sowieso. Also das Rad hat auch seine eigene Identifikationskarte, die es am Rad befestigt haben muss. Oder man kauft ein Handy fürs Rad, aber das ist vielleicht ein bisschen rentabel. Genau. Dann ist diese Fahrradstellplätze sind eigentlich keine Stellplätze, sondern Hängeplätze. Also man braucht ein bisschen Kraft, um das Vorderrad oder das Hinterrad oben quasi an der Decke fast an einem Haken einzuhängen. Und da hängt es dann runter in so einer Schiene. Was sich bei einer Notbremsung des Ratchets, auch die haben wir sich jetzt halber getestet, darin äußert, dass sich das Rad dann als Ganzes in dieser Aufhängung dreht und man die Befürchtung hat, dass man sich jetzt seine Felge zerstört hat. Aber netterweise hat es die Felge doch überstanden. Also es hat keinen Achter erzeugt. Aber gutes Gefühl hatte ich keins dabei. Mal so, wir haben dann die Räder wieder gerade gehängt. Das war die Railjet-Geschichte bis Unsmarkt und von Unsmarkt sind wir dann weitergefahren nach Tamsweg. Da kann man nicht mit der ÖBB fahren, weil die haben diese Linie nicht, sondern das waren die steirischen Landesbahnen. Das ist die Murtalbahn. Die ist echt nett. Das ist eine Schmalspurbahn, 75 cm Spurweite, also 50 mm. Aber das ist so das Schmalste, was so üblich ist für seriöse Eisenbahnen. Dadurch kann man sehr enge Kurvenradien fahren oder dadurch schaukelt das auch ursuper. Aber was echt nett ist, das sind so Doppelgarnituren, so alte, da ist die Hälfte eines Wagen in Fahrradabteil umgebaut und alle Sitze rausgerissen. Was insofern nett ist, als man dadurch quasi einen Panoramawagen hat, weil keine Sitze mehr im Weg sind. Wenn man sich da hinten reinsetzt, hat man, ich glaube, 5 Scheiben links und 5 Scheiben rechts, wo man durchschauen kann und hat so richtig das Panorama der saftigen Steiermark. Ja, das war der netteste Ausblick eigentlich. Aus der Murtalbahn raus. Abgesehen davon fährt man mit der Uhr billig. Also Fahrradmitnahme kostet 80 Cent, wenn man so eine Fahrtestkarte hat. Mhm. Mit der sind wir dann nach Tamsweg gefahren. Also da fährt man auch fast 1,5 Stunden. Und Tamsweg ist ja schon in Salzburg. Das ist der letzte Ort, wo der Zug hinfährt. Und wir haben dann auch beschlossen, nicht dort den Berg weiter rauf oder das Tal weiter rauf zu fahren, sondern von dort das Tal runterzufahren war die Idee. Das Murtal ist relativ lang, geht auch durch Graz durch und so. Und endet am letzten Ende von der Steiermark in Bad Radkersburg. Also die Mur fließt nach Süden bis zur Grenze und dann ganz nach Osten bis ins letzte Eck von der Steiermark. Und das war so der Plan, 4 Tage, das wird sich doch locker ausgehen. Mhm. Weil wir angenommen hatten, dass das der Murtalradweg ist. Aber eigentlich ist es nur der Murradweg. Okay. Was sich in Höhenmetern äußert, wenn man quasi jede Nebenstrecke oder die Nebenstraße kennenlernt, die es irgendwie dort gibt. Also am ersten Tag haben wir eigentlich vorgehabt, dass wir am frühen Nachmittag angekommen, wir haben gedacht, naja, so 70, 80 Kilometer werden sich ausgehen. Ich glaube, wir sind 40 gefahren, 300 Höhenmeter. Und dachte, na gut, am zweiten Tag, je weiter man aus dem Tal rauskommt, desto ebener wird es ja üblicherweise. Also wären wir dann noch deutlich weitergekommen. Ja, wir haben es statt 40 Kilometer 45 Kilometer geschafft. Es waren statt 300 Höhenmeter 700 Höhenmeter. So viel habe ich mein Rad noch nie geschoben wie an dem Tag. Abgesehen davon hat es 2,5 Stunden geschüttet. Wir waren bis auf die Knochen nass. Also mit Turnschuhen und Radfahren bei einer Radtour ist keine gute Idee, weil das sauft sich dann alles so an. Mhm. Aber was ganz nett war, den ersten Tag haben wir beendet in Murau. Das ist ein hübscher kleiner Ort. Und wir haben geschlafen dort in der Jufa in Murau. Von Jufas habe ich schon einmal erzählt, weil wir in Salzburg dort übernachtet haben. Das ist jetzt eine Kette von so Franchise-Hotels. Klingt ein bisschen so nach Jugendherberge, ist es aber nicht. Es ist einfach eine moderne Art Hotel. Mhm. Mit eben ein Franchise-System. Dass in Murau, ich glaube, 5 oder 6 Häuser haben die dort übernommen, alle auf einem Platz, was sehr hübsch ist. Und in einem der Häuser betreibt die Jufa auch gleichzeitig das Kino, was für den nächsten Film Platz gäbe. Oi. Du solltest jetzt den nächsten Film machen. Ja, hoppla, die Überleitung. Ach, unvorbereitet. Ich bin so fasziniert, ja. Hat nicht funktioniert. Nein, das mit der Überleitung, das ist gut. Ja.
Trashfire ist der nächste Film. Ein Horror-Familien-Beziehungsdrama USA 2016. Diesmal hat Richard Bates Jr. Regie geführt. Bates, so wie Psycho. Und worum geht es in diesem Film? In dem Film geht es um einen jungen Webdesigner, der so autistische Züge hat. Also er hat irgendwie, ist er sehr direkt zu allen Leuten, sagt ihnen so direkt die Meinung und hat eine relativ komplizierte Kindheit gehabt. Seine Eltern waren schon so, also seine Großmutter sehr religiös und seine Eltern sind in einem Feuer umgekommen, dass er ausgelöst hat, unabsichtlich. Er hat irgendwie so einen Gastank in den Keller getan, der ist in die Luft gegangen, die Eltern sind verbrannt, die Schwester wurde sehr schwer verletzt, ja. Und er lässt diese verbrannte, sehr stark verletzte Schwester nach dem Krankenhausaufenthalt bei der Großmutter, die lebt bei der Großmutter, und er hat eben eine Beziehung zu einer Frau, die gerade so am Wackeln ist, weil sie eben auch diese vielen Eigenarten von diesem Webdesigner irgendwie nicht leicht aushält. Noch dazu ist er bulimisch, außerdem hat er Probleme, weil er epileptische Anfälle bekommt, also es ist alles nicht so einfach. Eines Tages ist die Freundin aber schwanger und er bekommt irgendwie so Vatergefühle und sagt, so, jetzt möchte ich mich zusammenreißen, ich werde mich ändern, und er scheint sich auch zu bemühen jetzt in der Beziehung. Sie sagt, ja, das ist alles in Ordnung, aber ich würde gerne deine Familie kennenlernen. Und da verwehrt er sich dagegen, das ist die Großmutter und die Schwester. Das ist, nein, mit denen vertrage ich mich nicht, da kann ich jetzt nicht hinweisen. Aber lässt sich dann von der Freundin überreden, und da beginnt dann eigentlich so der dramatischere Teil des Films und das Verlauf, weil sie reisen dann dorthin, die wohnen in einem Haus, die Schwester sperrt sich eigentlich immer in ihrem Zimmer ein, und die Großmutter ist, wie man so sagt, eine wirkliche Bissgurne, also die lässt kein gutes Haar, macht die Schwiegertochter in Spe und ihr Spe in ihren Enkel, also nicht ihren Enkel, aber die Schwiegertochter und das Pärchen generell fertig, widmet sich ihren religiösen Tätigkeiten und ist wirklich unausstehlich. Ja. Nicht nur unausstehlich, sondern auch hat auch durchaus mörderische Tendenzen, diese alte Dame. Und man muss sagen, das ist auch einer der großen Pluspunkte, dass die Rollen, also erstens der Webdesigner spielt sehr gut, also der zieht seine Rolle sehr gut durch, und diese Großmutter, die wirklich so unsympathisch, hartherzig und wirklich gemein und fies spielt, die trägt den Film einfach, weil die hat so eine Ausstrahlung, da ist man sofort im Film drin. Das Kinopublikum hat dann so gecheert, immer wenn die böse war, oder? Durchaus hat es Lacher gegeben dann zwischendurch, ja. Und der Film ist halt so, es gibt schon zwischendurch so Horror-Einstellungen, also dass du irgendwie so das brennende Haus siehst und ganz unheimlicher Sound, oder irgendwie in so Traumeinstellungen kurz einmal irgendwie so der Horror angedeutet wird. Aber der Film kann sich nicht entscheiden, irgendwie zwischen, will ich jetzt das Beziehungsdrama zeigen oder will ich ein Horrorfilm sein, oder ist es eigentlich die Familie, die mich interessiert. Und das ist aber, würde ich normalerweise sagen, klingt das negativ, ist in dem Fall aber positiv, weil der Film ist einfach, ich habe das eh mit Leuten, mit denen ich dort war, besprochen, die haben es auch gemeint, das Prädikat ist erfrischend. Irgendwie weißt du nicht, aber du bleibst am Ball. Das Ende ist dann auch, kann man sagen, sehr überraschend, aber regt einem zum Nachdenken an. Und der Film ist irgendwie total gut. Sprengt seine Konventionen. Ja, also lässt sich auf keine wirklich ein, zitiert aber trotzdem viel aus vielen diesen Konventionen, spielt natürlich auch mit der Erwartungshaltung des Zuschauers. Na, war wirklich einer der fluffigsten Filme, die ich am Fluffig. Ja, das war so richtig. Fluffiger japanischer Horror. Also, der war aus Amerika, aber der war richtig so. Das war auch so der zweite Film des Abends, und da war ich so drinnen und ist rausgegangen und hat mir so richtig gesagt: Ha, und jetzt auf den dritten freue ich mich, jetzt bin ich in Fahrt. Ja, das war gut. So. Dann übernehme ich wieder. Ja, gern. Wir gehen raus aus dem Kino in Moral und fahren weiter mit dem Rad. Ich habe an der Stelle ja hier immer wieder gelästert über so Fahrrad-Tracing-Apps, die es gibt. Ich habe nur Android-Handy, also ich habe ausschließlich ein Android-Handy, probiere also im Laufe der Zeit die ganzen Android-Apps durch, die es da gibt, so als Fahrradcomputer, und war eigentlich mit nichts bisher zufrieden. Und jetzt habe ich eine gefunden, mit der ich wirklich zufrieden bin. Also die ganze Fahrt habe ich aufgezeichnet. Die nennt sich Bike Computer Pro.
kostet eigentlich nichts, dann ist aber Werbung drinnen. Wenn man 5 Euro bereit ist zu zahlen, hat man keinerlei Werbung mehr drin. Das habe ich gemacht. Dann kann man sich OpenStreetMap-Karten runterladen und ab dem Zeitpunkt kann man das Ding als Fahrradcomputer verwenden und hat gleichzeitig immer die Karte mit der aktuellen GPS-Koordinate. Mhm. Wenn man GPS aufgedreht hat, braucht eben kein Netzwerk die ganze Zeit am Laufen haben. Und er dreht eben die ganze Zeit mit und zeichnet mit einer roten Spur oder wie man sich eingefärbt hat. Also, apropos, wie man sich eingefärbt hat, ich glaube, das Ding hat um die 150 Optionen oder so. Also es ist nicht trivial zu bedienen. Aber man kann wirklich alles so einstellen, wie man es haben will. Zoom und wie die Ausrichtung ist und wie das Ganze eingefärbt werden soll und all diese Geschichten. Und es ist kein Webservice damit verbunden. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendein proprietäres Service ist, wo man die Sachen hochladen muss, wenn man sie sharen will. Es gibt nicht einmal ein explizites Service dafür. Aber es gibt die Möglichkeit abzuladen zu 3 anderen Services, zum Beispiel das Strava, wo ich einmal drüber geredet habe, ja, wo ich die App nicht so gemacht habe, aber mit dem Ding kriegt man es eben auch in Strava rein, die Daten, also das habe ich auch geladen. Mhm. Man kann auch Bilder erstellen und die dann auf Twitter teilen oder auf Facebook teilen, also einfach, ich glaube PNGs sind das dann oder irgendwelche Bitmaps halt. Also dieser Bike Computer Pro, volle Empfehlung, hat mich bis auf 3 Kilometer, wo ich vergessen habe, auf Start zu drücken, nie im Stich gelassen. Und da hat mir eigentlich das Hirn im Stich gelassen. Wichtigste Frage, kann es auch KML? Ich gehe davon aus, dass du es exportieren kannst, das KML, okay, weil sie sagen, irgendwas mit Export, und das wird ziemlich sicher KML sein. Okay. Für unsere Zuhörer, was ist KML? Nicht für mich. Das ist eine Datei, mit der man Koordinaten speichern kann, könnte man sagen. Das heißt also, du kannst Punkte auf eine, mit Hilfe von Koordinaten auf eine Karte projizieren. Also du kannst zum Beispiel, wenn du Google Earth oder Google Maps öffnest und eine KML-Datei importierst, zeigt dir dann die Objekte auf der Karte an. Okay. Das geht so weit, dass du ein komplettes Haus mit Hilfe von KML beschreiben kannst und siehst dann das Haus. Und für sowas ist es dann ein Pfad, also dieses Tracing. Ja, also eine Kette von Punkten, die sozusagen verbunden sind während einer Linie. Man kann auch einstellen, alle wie viele Meter oder alle wie viele Sekunden der so eine GPS-Koordinate ermitteln soll, je nachdem wie viel Akku man hat und so weiter. Gut, zurück zur Steiermark. Wir sind am Schluss nur gekommen bis Bruck an der Mur, also ungefähr halb so weit, wie wir eigentlich wollten. War trotzdem sehr schön. Es hat mich sehr überrascht, wie saftig das alles war. Jetzt haben wir Spätsommer oder eigentlich Herbst und da war nichts braun oder so. Also es war alles saftig, es war nicht grün. Absolut grün, es war fast kitschig. Und was mich auch überrascht hat, man fährt relativ oft über die Mur in Holzbrücken drinnen. Also so, was ich eher nur aus der Schweiz kenne, Holzbrücken mit Dach drüber. Ah, so, okay. So richtig schöne Dinger. Nice. Hab auch Foto davon gemacht, habe ich auch auf Instagram geshared. Apropos Instagram. Das steht auch noch auf meiner... Wie deine Überleitung? Ja, Sushi. Ja, aber mir geht es nächstes Jahr um Instagram, mehr um Instagram Stories. Weißt du, hat es hier Instagram Benutzer? Nein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die gehören doch derzeit Facebook, oder? Ja, das ist. Aber Stories ist nicht etwas, was aus der Snapchat-Welt kommt ursprünglich, oder? Ja, also eigentlich ist ein total billiger Abklatsch von Snapchat mit eingeschränkten Funktionen, aber ich weiß nicht, mit Snapchat bin ich nie so richtig klargekommen. Ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin, ob das nicht meine Generation mehr ist. Meine Schwester nimmt den ganzen Tag Snapchat her. Aber das ist so wenig intuitiv von der Benutzeroberfläche und überhaupt noch mehr App. Ich weiß nicht, bei Instagram war ich halt schon. Und die Idee dahinter ist, du schierst ein Foto direkt in der App, also du kannst nicht mit deiner Kamera das machen und dann quasi teilen, du musst es direkt mit der Instagram Stories Dings da aufnehmen, da kannst du so hin und her wischen, 5 oder 6 verschiedene Filter drüber legen und halt mit so einem Stift sozusagen drauf schreiben, malen, was auch immer und Text hinzufügen. Und der Text ist dann in das Bild reingemalt, oder ist der... Genau, du hast immer, also es ist eigentlich immer so gedacht, dass das hochkant hast, also für alle, die zu faul sind, ein Handy zum Drehen. Ah, wenn es Video ist, du kannst ja kurze Videos aufnehmen. Auf Hochkant. Damit es nicht YouTube-kompatibel ist. Noch Snapchattiger, okay, das muss ich... Ja, es ist eigentlich wie Snapchat und... Ah, die Tatsache, dass es in 24 Stunden selbst löscht, wenn es das... Du kannst das speichern auf deinem Handy und... Ja, aber... Das ist halt dann weg. Also es ist bestimmt nicht ganz weg, aber es ist weg von deinem Profil.
Man sieht es nicht mehr. Und es funktioniert nur in der App. Also kann, die anderen können es nur in der App anschauen, nicht im Webinterface, was ich merkwürdig finde. Das habe ich noch nicht überprüft. Mhm. Was auch komisch ist, wenn du welche Fotos machst, also so Dinge für Instagram Stories, halt, so Story-Bestandteile und kein Internet hast, weil ich habe das in Marokko und man denkt, das ist ein cooles Feature, um so meine Reise zu dokumentieren. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gesehen hat. Hat die sich dann selber gelöscht, oder? Ja, sicher, aber es waren ja nur so Schnappschüsse, weil natürlich habe ich alles mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert, aber wie ich schon erzählt habe, bis ich mal die Fotos überhaupt angeschaut habe, vergingen noch 3 Wochen und so waren sie halt gleich dabei. Und für sowas finde ich es cool. Aber wenn du halt kein Internet hast und dann wieder zu Internet kommst, dann lässt sich das in total komischer Reihenfolge. Also ganz arbiträr und dann ist ja das keine Story mehr. Dann kommt irgendein Schwachsinn dabei raus. Mhm. Aber ich finde es nach wie vor eine lustige Spielerei. Also das ist meine Lieblings-App im Moment, auch wenn es eigentlich Zeitverschwendung ist. Weißt du, also du machst Fotos, verknüpfst die zu einer Story und die löscht sich dann selber wieder. Mhm. Aber du kannst es dazwischen noch schnell wem schicken. Nein, du publizierst es halt einfach und alle, die dein Instagram-Profil kennen, können sie das anschauen. Ich kann auch theoretisch irgendwen blockieren, wenn ich nicht mag, dass irgendwer das anschaut. Oder nur sagen, dass Leute, die mir auch folgen, das sehen können, aber ich habe es jetzt einfach mal öffentlich gelassen. Also und der Unterschied, dass du jetzt die Fotos auf Facebook draufladest, ist, dass sie nachher automatisch weg sind. Ja, und halt eben das zentrale Feature, das halt Snapchat auch hat, dass du immer Filter drüber tun kannst. Mhm. Und halt so draufmalen. Und dass du es rein von der App bedienen kannst, aber das kannst du mit Facebook auch. Ja, ein Facebook-Upload kannst du es auch machen. Ja, und das sind halt so Schnappschüsse einfach, die halt nicht für Dauer gedacht sind. Und ich finde, zum Reisebegleiten ist das eigentlich ein ziemlich cooles Feature von Instagram. Weil wenn ich jetzt die ganzen Fotos, die ich da veröffentlicht habe, auf mein eigenes Instagram da hätte, dann warte da jetzt immer die Fotos. Das ist nicht so lustig. Und weil ich so ein innenmäßiger Checker bin, kann ich jetzt was Urgescheites sagen. Der Vorteil von Instagram-Fotos ist, dass wenn du auf Tinder Dating-App suchst, ja, kannst du da deinen Instagram-Account verknüpfen. Tatsächlich. Dann brauchst du nicht auf Tinder extra Fotos aufetun, sondern kannst das ganz genau. Genau, weil das eh alles im Facebook-Universum ist. Tja. Moment, du benutzt Tinder? Na klar benutze ich Tinder. Ich bin 46, das hat man heute. Tinder, was sie mir an der ganzen Geschichte nicht erschließt, aber ich bin ja wirklich alt, ist, warum tut man das Zeit nach 14 Stunden wieder der Redaktion 5. Naja, das kann ich auch verstehen. Es ist schnell und vergänglich, mal rausschicken und dann muss man sich keine Gedanken mehr machen. Das ist schon... Aber ja, also ich knappe eigentlich auch das, was ich gerade... Was ist ein Tweet von Donald Trump gelesen. Weiß nicht, wie nützlich sein Feature ist. Da wäre ja ein anderes Feature, dass man die Sachen wieder löschen kann, die man bereut. Das wäre ja auch eine Option. Hm. Was man ja bei Instagram-Fotos eh kann. Also mir erschließt sich dieses 24-Stunden-Feature. Ja, einfach damit man... Also Instagram war ja früher, das heißt ja Instagram eigentlich nur dazu da, sofort Fotos zu teilen. Aber mittlerweile ist es so ein Hochglanz-Ding geworden. Also es gibt so die berühmtesten Instagram-Accounts, die haben eigentlich keine Fotos mehr, die mit dem Handy geschossen sind. Das sind wirklich professionelle Battle, die halt auch nachbearbeitet und so sind. Das kannst du über verschiedene Online-Services machen. Also ich, wenn für meinen Blog ein neuer Post veröffentlicht, dann nehme ich auch immer das Foto, das auf meinem Blogpost ist und das ja quasi in Instagram nur veröffentlichen, um Werbung dafür zu machen. Das ist aber nicht mit meinem Handy geschossen, das ist halt einfach nur so. Und weil eben Instagram jetzt nur mehr so tolle Fotos hat, kannst du so spontane Fotos nicht mehr so gut in deinem Feed unterbringen, weil dann verschreckst du vielleicht irgendwelche Follower, also das glaube ich jedenfalls. Dann deswegen hast du das Instagram Stories, wo jetzt nur so Schnappschüsse sind. Also das ist so leichtformatiger, das macht man schneller Schnappschüsse. Aber das erschließt sich mir so die Argumentation gut. Das ist nicht schlecht. Ja. Also das ist ja eine Idee von Snapchat, oder? Da müssen wir jetzt Ines fragen. Ines, damit man nicht so seinen Stream immer auf Hochglanz halten muss und so sich immer überlegen muss, okay, das passt jetzt nicht so in meinen bisherigen Fotoverlauf, sondern dass man das trotzdem den Leuten mitteilt und dann ist man wieder weg. Ist klar? Ja. Ist logisch eigentlich. Total. Mache ich vielleicht. Aber man kann ja nicht nur... Ja. Wenn die Wörter verstehe ich, ja. Das muss man machen. Sie auch wir müssen mal Snapchat, ich sehe das schon. Wenn man schon so ein der jüngeren Generation da, kannst du mir erklären, was ist der Sinn von Pinterest? Pinterest? Habe ich jetzt angefangen. Aber Pinterest ist doch keine... Nein, Pinterest gibt es doch seit 2010 oder so. Ja, schon lang. Also ich habe irgendwie...
kapiert, das ist, damit Frauen Fotos von ihrem Essen hochladen. Aber ich nehme an, das stimmt nicht. Hochladen kann man schon mal gar nichts. Ist schon ich kann das sagen, was mein Anwendungsfall ist beispielsweise. Ich habe vorher die Fotos eingesammelt. Das Service wird schon uncooler, weil du dabei bist. Ja, nein, aber das Alter, man kann jetzt direkt... Gregor ist schon bei Pinterest, der Aktienverlauf sinkt runter. Also was, ich das ist doch eine Fotosharing-Seite, oder habe ich das schon mal gesagt? Nein, man kann Bilder, die man im Internet findet, pinnen. Und dann hast du sie auf deiner Pinnwand. Du kannst sozusagen... Du kannst gar nicht selber welche raufladen. Nein. Es geht nur darum, also so wie ich es begriffen habe, Bilder aus dem Internet einzusammeln. Und ich habe vorher für Evernote benutzt, indem ich den Webclipper benutzt habe und gesagt, so Bilder sammeln. Und jetzt habe ich halt eine Pinnwand, die heißt People und da sie ist, da habe ich zum Beispiel drauf den Ottawa mit der Stephanie Werger, weil ich den lustig finde, aber dann noch irgendwelche Schauspieler. Aber die Fotos sind aus unterschiedlichsten Quellen, mit unterschiedlichsten Urheberrechten und so. Ja. Das alles... Ja. Eigentlich nur ein Web-Collab. Ja, einfach nur Web-Pinnwand. Ja, aber der Sinn, dass du ein Foto auf einer Webseite hast, ist ja, dass daneben eine Lizenz steht und eine Werbung und vielleicht ist ein Zugehöriger. Ist das der Sinn, dass daneben eine Lizenz steht? Das Foto raus. Das wäre eine bedenkliche Auffassung eines Fotos. Ja, ich fotografiere nur wegen der Lizenz. aber dass ich glaube, dem entgeht ja das Pinterest, weil es ja wirklich nicht dort auf hochlädt oder heißt, so und sich das schnappt. Das ist ja Links dabei. Broken Links, wenn das so, verschwindet? Das ist eine gute Frage, nämlich. Ja. Kann ich mir fast nicht vorstellen, das schaut ja furchtbar aus. Das lesen wir uns nochmal durch und reden von dir drüber. Ja. Also meine Freundin hat Pinterest und benutzt das für Rezepte und noch ein paar andere Sachen. Und die Bilder, die sind nie tot, sondern die Bilder werden auf deren eigenen Server gespeichert. Also es wird auch nicht nur das Bild allein, sondern auch die Seite gespeichert. Also das Bild fungiert als Link. Also wenn du es anklickst, kommst du dann zur Originalseite. Dann kommen zu der Originalseite. Also visuelle... Das ist eine optische Linksammlung. Ja, optische Linksammlung. Und also das gibt es total, wenn so Lifestyle-Blogger, Food-Blogger, super wichtige Influencer-Kreise... Das heißt, da siehst du dann Fotos von einem tollen Kuchen und klickst drauf und bist auf der Seite. Ja, das ist schon, aber es gibt so Food-Bloggerinnen, Food-Blogger, Lifestyle-Blogger, was auch immer, irgendwelche solche wichtigen Influencer heute, die... Die halt zum Beispiel für Unternehmen pinnen. Also die quasi so eine Pinnwand zusammenstellen. Also irgendeine Firma, eine große, die halt irgendwie Werbung machen möchte, sucht sich irgendeinen wichtigen Blogger und sagt, hey, jetzt machen wir eine Pinnwand. Und also das ist schon relativ verbreitet da in den Blogs. Die Marktwirtschaft ist jetzt aber machen mal eine Pinnwand. Ich hab mich davon irgendwie ferngehalten, weil man denkt, das ist nur mehr der Zeit zum Verplempern, wenn ich jetzt auch noch Pinwände auf Pinterest umschauen, da kann man sich ja ewig dran verlieren. Ich spüre seit einiger Zeit, da war ich noch nicht bei Pinterest, aber ich spüre jetzt seit einiger Zeit bei Facebook herum. Ich versuche zu verstehen, wie die Facebook-Timeline organisiert ist. So wirklich verstanden habe ich es noch immer nicht. Dann haben wir gedacht, naja, bei Instagram ist es immerhin zeitlich geordnet. Nö, auch nicht. Nimmer. Nein, wenn die zu knapp aneinander sind, die Bilder, dann sind sie quasi zufälliger Reihenfolge. Lineare Zeit ist von Pinterest. Schaut so aus. Ja, also die Timeline, dass man was vielleicht nur einmal sehen will, weil wenn man schon gesehen hat, dann reicht es dann so nach dem Motto, oder? Mhm. Das ist einfach ein Feature. Ja, ich weiß. Um die Reihenfolge in die Reihenfolge zu bringen, wie sie Facebook hat, schicken sie die einzelnen los durchs Weltall. Das eine geht durch ein schwarzes Loch, das andere ist ein bisschen schneller und in der Reihenfolge, wie sie eintreffen. Also ich hätte ja eine chronologische Facebook-Timeline, wo die Sachen nur einmal drin sind. Aber das gibt es nicht mehr. Das gibt es schon lange nicht mehr. So war es vielleicht mir so vor 5 Jahren. Aber die hätte es trotzdem gern. Du kannst ja verschiedene Einstellungen eindeutig, aber das nutzt überhaupt nichts. Ja. Also ich finde, Facebook hat echt verloren. In dem Moment, wo einer deiner Freunde etwas kommentiert auf einem Artikel, wird es dir wieder sozusagen oben angereiht mit dem Timestamp. Kommt es auf jeden Fall wieder rein. Wenn dann die ursprüngliche Person, der ursprüngliche Publisher vielleicht darüber auch nur gefällt mir anklickt, kommt es wieder oben rein. Und so sieht man dann teilweise die Sachen, was sind 7-mal oder so. Ich glaube, das grundlegende Problem ist hier, dass du nicht denken willst, was Facebook dir vorschreibt, dass du cool finden sollst, sondern dass du da irgendwie noch überkommene alte Ideen hast, wenn du das mal auslösen wollen oder so. Nein, ich bin zu alt. Wir sind zu alt. Ja. Jetzt haben wir uns unterhalten über Pinterest und über Instagram, da gehen die Leute auf Fotojagd.
Man kann aber auch auf Menschenjagd gehen. Tada! Film Nummer 3. Nicht, dass ihr euch zu viel freut, ich habe noch zwei Sachen zum Erzählen. Sehr gut. Carnage Park, kann ich ja schnell abfrühstücken. Ein wieder amerikanischer, diesmal kann man sagen, Horrorfilm aus dem Jahr 2016, spielt irgendwo in Texas, sage ich jetzt so, vielleicht spielt er auch irgendwo... Ein japanischer Horrorfilm in Texas? Amerikanischer Horrorfilm. Und also Texas sage ich jetzt nur so, vielleicht spielt er gar nicht in Texas, aber irgendwo in Amerika, wo Wüste ist und Kakteen und so was. Und man folgt ganz am Anfang einem Gaunerpärchen, das eine Bank überfällt und die haben beim Banküberfallen eine Frau mitgenommen, die haben sie im Kofferraum. Richtig, genau. Am Weg das wird... Das ist, glaube ich, noch nicht so ein... Ist das nicht so Natural Born Killers, so die Eröffnungssequenz? Ich weiß nicht, Frau im Kofferraum und Gangster, das kommt ja öfters vor, ja. Auf jeden Fall, das ist nicht im realen Leben, aber im Film ist wahrscheinlich ein Joe, könnte man sagen. Man sagt ja zu diesen immer wieder, ja genau, kennst du TV-Tip Jobs? Das sind so Geschichten, die in Filmen immer wieder... eingearbeitet werden. Okay, ja. Na, weil das ist bei Filmen, schau mal, recherchiere mal nach Job und du wirst. Kannst du das buchstabieren, dass ich es in den Shownotes finde? Ja, gute Frage, ob ich das jetzt könnte. Okay, ja. Egal. Auf jeden Fall, am Weg dorthin wird schon einmal einer der Kollegen von der Weite angeschossen. Das sieht man aber nicht, man sieht nur einen Verletzten mit der Schusswunde. Und einer der Gangster wird sozusagen schon einmal entsorgt. Dazu muss er die Frau aus dem Kofferraum holen, der andere Gangster. Und wie sie halt dann so weiter auf der Flucht sind, wird auch der andere Gangster angeschossen. Und man trifft dann auf den wahren Bösen in dieser ganzen Geschichte. Das ist nämlich man muss auch sagen, die Handlung ist zeitlich angesetzt in den 70er Jahren und ist ein der Wyatt Moss, glaube ich, heißt der Bösewicht, ein ehemaliger Vietnam-Veteran, der ein Grundstück dort besitzt und auf diesem Grundstück Menschen jagt. Und da kommt eben diese Frau, auch dieses wird halt irgendwie von ihm gefunden. Sie ist eigentlich angekettet vom Gangster noch und er betäubt sie und bringt sie, glaube ich, in die Nähe dieses Grundstückes. Und dann hirscht sie auf diesem Grundstück eigentlich die ganze Zeit herum und versucht, diesem Menschenjäger zu entkommen. Ja. Und klingt ein Micro-Hunger Games oder was? Eigentlich kann man so sagen, ich meine, die Menschenjagd ist ja, also Hunger Games hat das Rad ja auch nicht neu erfunden. Wir erinnern uns an Filme wie Running Man, wo das in der Game-Show verpackt ist, oder die Millionenshow, die ich schon einmal, oder die mit dem Didi Hallerform. Weiß ich jetzt nicht, wie es noch. Es gibt auf jeden Fall dieses Genre Menschenjagd bei Surviving the Game, oder der John Woo-Film, der ein Remake davon ist. Es gibt auf jeden Fall Menschenjagd. Battle Royale ist auch so ein Thema. Also es ist das Vorbild für Hunger. Also Menschen jagen, Menschen wird oft und immer wird nicht alt, genau. Und das Zweite, was auch interessant ist, genretechnisch, ist halt so die Angst Amerikas vor ihren eigenen Hillbillies ein bisschen, vor dem Hinterland. Weil es gibt auch sehr viele The Hills Have Eyes oder so, sehr viele amerikanische Horrorfilme, die sich mit dem Thema dieser Südstaatler auseinandersetzt, die vielleicht einen Hang zum Kannibalismus haben oder andere Menschen jagen. The Devil's Reject fällt mir noch ein. Irgendwie. Das so bewaffnete Hillbillies. Richtig, ich glaube, das ist den Army selber ein bisschen unheimlich. Ja, diese Angst kommt in einer Reihe von Filmen vor und da auch. Was man dazu sagen kann, ist, der ganze Optik ist schön poliert, so ein bisschen so halt wüstentechnisch oder ein bisschen Sepia-mäßig. Das letzte Drittel hat mich nicht so überzeugt, das spielt sich dann so im Untergrund aus, das ist ein bisschen dann sphärisch, kann aber auch sein, dass ich da schon müde war, das war der dritte Film und der Soundtrack ist halt sehr gut, ein bisschen so fast schon, ich würde jetzt nicht sagen Tarantino-mäßig, aber es ist schon, merkt man, ist schon knackig ausgewählt, die einzelnen Musikstücke, die drinnen vorkommen. Darf man wenigstens zur Frau halten? Also bewaffnet die sich dann und räumt auf mit ihren Verfolgern? Ist oder auf ist jeden immer nur Fall so eine starke Rolle und ist nicht die Damsel in Distress. Das kann man dem Film hoch anrechnen, dass die weiß, ihre Frau zu stehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, die Jana macht gerade unblutige Sketchnotes. Mhm. Ja, da kommt jetzt eine sehr plastische. Nur eine Pistole. Ich gebe meine Kürzelfähigkeiten nicht her.
keine Schafsblutspritze noch über Schafe. Genau. Also es ist Schaf, das ist auch noch ganz lebendig, nur hellgrau ohne Blut. Ich hätte etwas zu Filmmusik gerade, ist mir gerade spontan eingefallen. Meine Freundin hat mir eine Schallplatte besorgt. Etwas sehr Besonderes aus dem Jahre 1975. Und zwar zu einem Horrorfilm, und zwar zu Der Exorzist. Ah, ja. Mhm. Die Filmmusik ist Tubular Bells von Mike Oldfield. Und meine Freundin hat mir die Schallplatte besorgt. Und das Interessante ist, die ist quadrophonisch. Und ich hatte bis dahin keine Ahnung, dass es überhaupt was anderes gibt als Monoschallplatten. Und dann habe ich bei mir zu Hause geschaut, mein Schallplattenspieler, zumindest der eine davon, ist sogar stereofähig. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Und hat er dann zwei Nadeln? Oder wie ich weiß nicht, wie das funktioniert, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Mhm. Aber diese Schallplatte ist quadrophonisch, das heißt, da kann man vier Boxen anschließen. Ja, und es ist... interessant, ja. Das wäre echt spannend herauszufinden, wie das funktioniert. Also, ja, und das Schöne ist, das ist Tubular Bells. Es ist zwar nicht mein Lieblingsalbum von Mike Oldfield, aber das, was man haben muss. Sehr doofe Frage. Musst du das jetzt mit zwei Kopfhörern hören, damit du vier Boxen aufs Ohr kriegst? Ich habe einen Stereo Schallplattenspieler. Du hast die Quadrophonie gar nicht... Ja. Kannst du es noch gar nicht ausnutzen? Die kann ich nicht ausnutzen. Mhm. Es steht auch drauf, dass man sie mit Mono- und Stereo-Schallplattenspielern auch abspielen kann. Mhm. Und mein Schallplattenspieler hat leider in der Geschwindigkeit ein kleines Problem. Der Motor schon langsam eiert. Achso, eiert. Ja, aber die Nadel ist noch in Ordnung. Mhm. Aber es sind viele Kratzer in der Schallplatte drin, die man ordentlich hört. Aber es macht immer wieder Spaß, Schallplatten aufzulegen. Cool. Ich muss mal den anderen Schallplattenspieler ausprobieren. Hast du eine Plattensammlung? Eine sehr kleine. Das ist jetzt die zweite schon von Mike Oldfield. Die andere ist Islands. Mhm. Die habe ich mal in Köln irgendwo besorgt. Dann habe ich von den Wiener Sinfonikern Und so sprach Zarathustra. Okay. Sollte eigentlich durch 2001 ziemlich bekannt sein. Mhm. Was habe ich noch? Du hast Schallplatten. Die Sinfonie mit dem Paukenschlag von Haydn. Ja. Also du noch Schallplatten hast? Nein, habe ich nicht. Selbst du besitzt eine Schallplatte. Ja, ich hatte in meinem Leben drei Schallplatten. Ja, ich bin leider auch direkt in der CD-Ära groß geworden. Ärgere mich jetzt über diese kleinen, hässlichen, zerkratzten Dinger, die jetzt zu Hause sind in einem Ständer und mich anstarren und sagen, digitalisiere mich. Also. Und sagen, ich bin zu faul. Außerdem gefällt mir wahrscheinlich gar nicht. Naja, und Dennis, sind Schallplatten jetzt schon wieder eine Wertanlage? Steigt das jetzt, weil das Schallplattenspieler, das ist doch so eine Retrowelle. Ich weiß nicht, wie viel diese Schallplatte gekostet hat, aber ich würde sagen, nein. Mhm. Du hast noch zu viele davon. Ich würde sagen, das ist nicht der einzige Grund. Schallplatten sind saumäßig empfindlich. Mhm. Es ist nur etwas für Liebhaber, also für einen Otto-Normalverbraucher definitiv nichts. Und für Liebhaber ist es auch noch nicht. Oder für Hipster, na gut. Aber es ist auch schon hübsch, eine große Plattensammlung, das Artwork und so. Ich mag das schon auch sehr. So ein zum Anschauen. Aber für Hipster verwendet ihr alle das falsche Vokabel. Das heißt Vinyl. Genau, ja, Vinyl ist in Wirklichkeit aber was anderes. Vinyl ist nämlich eigentlich eine Stahlplatte mit einem Gummibelag und die ist nur so 3-4 Mal abspielbar. Ja. Und ist was völlig anderes eigentlich. Tatsächlich? Ja. Ja, aber liegt das vielleicht an der Übersetzung? Oder im Englischen sind das einfach Vinyl? Ich weiß es nicht. Weil LP den Begriff gibt es im Englischen nicht so. Oder gibt's das da? Weiß ich ehrlich gesagt. Es ist ein englischer Begriff. Ja. LP? Ach so, ist es Longplay. Ja, genau. Ja, Vinyl benutzen eigentlich nur DJs, weil zum Scratchen möchte man ja keine richtige Schallplatte benutzen. Die benutzen diese Stahlplatte, beziehen die mit einer Gummimasse, dann wird die Information drauf geschrieben und dann können die das 1, 2, 3 Mal benutzen und dann machen sie die Stahlplatte wieder frei und machen was anderes drauf. Dafür ist das sind die Vinyle eigentlich da. Syndrome Read Once Memory. Stimmt. Hat man wer Schellacks? Nein, die sehen noch empfindlicher. Ja. Was man nicht machen sollte, ist mit fettigen Fingern auf die Schallplatten drauf tapsen.
Aber weil dann die Nadel gleitet? Ja, besonders wenn sie eingefettet sind von oben bis unten. Wie beim Greasy Strangler. Oh. Hat der die Schallplatten ruiniert? Boah, das ist ein schlimmer Horrorfilm. Es wird nicht besser. Ein schlimmer Mann, der mit Dingen... Es ist wie beim Horrorfilm, es muss sich immer steigern, die Schlechtigkeit der Überleitung. Ein gutes Bier bitte, ja. Und mir auch ein Radler bitte. Ja, der Greasy Strangler, auch ein amerikanischer Film aus dem Jahr 2016, von Jim Hoskins geschrieben und auch war auch der Regisseur, hat auch eine Videobotschaft gebracht und es wird immer so anmoderiert beim Slash Film Festival. Eigentlich wollte uns eine normale Besprechung des Films oder eine normale Botschaft. Das war ihm aber irgendwie zu langweilig, weil der Film ist Disco, deswegen muss das auch Disco sein. Deswegen hat er eine Nachricht aus seinem Hotelzimmer ausgeschickt, wo er nur mit einem Badetuch und einem Steirerhut bekleidet zu einer Musik tanzt. Ah. Ja, und so ungefähr war der Film auch. Ist es dann Horror oder ist es dann schon eher Trash? Es ist auf jeden Fall Trash. Der Horror-Elemente kommen vor. Es geht um einen Mörder, der nicht gefasst wurde, der Greasy Strangler, und der ist von oben bis unten in Greasy mit Fett eingeschmiert. Ah. Und in diesem fettigen Zustand erwürgt er. Das ist aber nicht irgendwie erotisch oder cool, sondern einfach nur... Es ist glitschig. Greasy. Richtig, ja. Es ist ein bisschen wie ein Helge Schneider-Film. Ah, okay. Ja, also, es sind die Dialoge sehr einfach gehalten. Es handelt über einen Vater, der mit seinem erwachsenen Sohn in einer kleinen Wohnung wohnt. Und dieser Vater hat eine Essensvorliebe. Alles, was er isst, muss in Fett schwimmen. Bratwürste müssen in Fett schwimmen. Wenn er sich einen Hotdog kauft, dann muss er in die Altöllade reingreifen und das gesamte Hotdog eintauchen. Wenn er sich Popcorn kauft, muss er irgendwie alles in Butter schwimmen. Ich sehe schon, kommen dass so heimlich Veganer in diesen Film gehen oder so Kult dann so Diät geschädigt sind. Ja, es ist auf jeden Fall. Also Fett sieht man jede Menge und sie sind, was einem gleich ins Auge springt, die Kleidung, alles ist sehr, weiß ich nicht, so eigen, so in Disco kann man gar nicht sagen, einen 70er-Jahre-Stil, na, kann man auch nicht sagen. Schwarzhosen. Kommen zum Beispiel vor Helge Schneiderig. Weißt du, so ein ganz bizarres eigenes Universum und auch die Schauspieler jetzt keine wirklichen Schauspieler, sondern Helge alles Schneider. Improvisiert. Ja, ja. Genau, und die Dialoge auch. Also zum Beispiel haben sie so ein, also wenn jemand einen anderen Blödsinn zählt, der Vater dem Sohn, dann nennen sie sich Bullshit Artist. Das ist so ein Beschimpfname. Artist ist ja das neue Moderne. Irgendwie hängt man ja an alles drauf, Pickup Artist und was weiß ich. Und die nennen sich halt immer Bullshit Artist. Und das geht aber dann minutenlang, dass sie sich gegenseitig Bullshit-Artist nennen. Und irgendwann macht es in deinem Gehirn vielleicht auch Knick und dann beginnt man zu lachen oder auch nicht. Also ich finde die Helge Schneider-Filme vor allem auf jeden Fall lustiger. Aber dieser Film hat auf jeden Fall auch seine sehr lustigen und vor allem skurrilen Momente und lebt davon, dass man ein bisschen mitbekommt, wie viel die Schauspieler miteinander Spaß hatten, wenn sie das gefilmt haben. Und auch eine Parallele zu Helge Schneider-Filmen, es ist ein Soundtrack, der ist jetzt zwar nicht jazzig, sondern sehr elektronisch, aber so dermaßen abgefahren gut, dass man sich eigentlich fast versuchen würde, die weniger abgefahrenen Nummern auch mal als Soundtrack zu kaufen oder sich mal so anzuhören und so. Also durchaus. Also die Handlung ist, dass die beiden machen Führungen in einem bizarren, großer Kostüm über ehemalige berühmte Plätze in ihrem Viertel. Da erzählen sie, dass da irgendwie die Bee Gees haben da ihren Haupthit erfunden beispielsweise und da regen sich aber Leute auf. Da kommt da irgendwie eine Frau, findet das aber total toll, die verliebt sich in den Sohn, fängt aber auch was mit dem Vater an. Und der Vater, das ist vielleicht kein Spoiler, weil der ist, das wird eigentlich relativ am Anfang eingeführt, dass der eben in der Nacht sich zum Greasy Strangler verwandelt und dann die Leute umbringt. Ja, also wenn man auf stark dadaistisches, Helge Schneider-eskes, abgefahrenes, mit argem Soundtrack, mit viel zu schauenden und ein paar ganz lustigen Szenen Film steht, also eher lustig als gruselig. Ja, gemeinsam anschauen und eher lustig. Die gruseligen Szenen sind dann schon auch grauslich, weil dann irgendwie, wenn er die Leute erwürgt, poppen dann so die Augen raus und die explodieren und die Augen isst er dann auch auf. Und ja, aber kann man machen. Ist abgehakt im Möglichkeitsraum zu machenden Filme, ist da jetzt auch ein Kreuz. Da steht Filmfestival-Geher erschüttert nichts mehr. Das auf jeden Fall.
Dann sage ich mal Prost. Ja. Prost. Das wird beim Tee. Klonk. Ein Spiel. Ein Spiel. Ich soll ich ein Spiel vorstellen? Ja, gerne. Achso, du ein Spiel. Ich dachte, das wäre schon das Spiel. Ich bin schon bereit. Nein, Computerspiel. Okay. Android oder PC oder Mac. Ich habe schon einmal drüber geredet. Ich habe es damals vorgestellt als Aura Lux oder Aura Lux. Das war die Variante 1. Das ist ein Strategiespiel, wo es darum geht, alle Planeten auf der 2D-Welt zu erobern. Man braucht 100 Einheiten, um einen Planeten zu erobern, und dann kann man gegeneinander kämpfen und so weiter. Mittlerweile gibt es die Variante 2 dessen, heißt Aura Lux Constellations. Da haben sie sich einige neue Spielelemente einfallen lassen, also andere Regeln dazu erfunden, sodass das Spiel ein bisschen komplexer wird. Jetzt hat es nicht mehr so, ich glaube, bisher hat es so um die 40 Level, jetzt werden es sein 200 oder 300, also die haben ordentlich aufgeblasen, das Ding. Einiges ist kostenlos, insgesamt kostet es 11 Euro, wenn man alle auf einmal nimmt. Ich bin voll in das Zeug hineingekippt, habe ein paar Tage verspielt und habe es jetzt wieder gelöscht, weil so geht das nicht weiter. Es hat mir total hineingezogen. Und das ist rundenbasiert oder Echtzeit? Also das ist Echtzeit. Es ist 1 bis 3 Gegner. Mittlerweile hat es auch eine Netzwerkkomponente. Das funktioniert dann über Google Play, das heißt, da kann man sich zufällig Leute aus dem Internet dazu holen oder auch Leute einladen, die man in seinen Friendlist. Ja, wie heißt das bei Google? Das hat ja Plus. Einen, ja, genau, Google Plus Freunde kann man dazu einladen und so weiter. Ich habe ein bisschen online auch gespielt. Play Circle. Ja, ich habe zwar keinen Play Circle, aber ich habe mir einfach zufällig welche dazu holen lassen. Das gibt dem natürlich wieder ganz andere Komponente. Mhm. Weil vorher spielt man nur gegen die KI, dann spielt man halt gegen Menschen auch. Ja, es hat mich voll reingezogen und jetzt ist Schluss. Ja, sehr cool, dass du mal spielst. Das ich. Ja, nein, das habe ich ja schon einmal sehr intensiv gespielt, da bin ich schon einmal so reingekippt in die 1er-Variante. Aber die 2er ist jetzt eigentlich schon besser. Also schon besser. Mehr Elemente. Es kippt jetzt auch so in quasi 3D-Ansicht, was zwar vollkommen unnötig ist, aber ganz hübsch ist. Eigentlich ist es schon ein bisschen eine taktische Komponente. Total. Geht es nur darum, wer schneller klickt. Nein, es hat eine sehr intensive taktische Komponente. Es hängt auch von Geschwindigkeit ab, aber es hat eine sehr große taktische Komponente. Mhm. Weil die KI verhält sich zwar vorhersagbar, aber nicht immer gleich. Also es hängt teilweise auch ein bisschen Persönlichkeiten. Nein, aber Zufallskomponenten dürfte es geben. Also es gibt so mehrere Pfade, die die AI einschlägt. Und das macht viel Spaß. Jetzt darfst du mal was. Ich habe überlegt, Computerspiele werden ja programmiert. Und um programmiert zu fördern, gibt es CodeWeek EU, die europäische Organisation zur Förderung vom Programmieren, speziell bei Schulen und bei Jugendlichen. Super. Und ich bin seit dem Sommer CodeWeek EU Ambassador für Österreich, weil ich mich bei einem Treffen freiwillig gemeldet habe, weil sonst keiner machen wollte. Und ich bin nicht der einzige Ambassador, also es gibt einige in Österreich, man kann das auch relativ leicht werden, indem man einfach da schreibt. Und als solcher habe ich eigentlich eine wesentliche Tätigkeit zu tun. Es gibt eine CodeWeek.eu.org Homepage und da stehen alle Programmier-Events, die speziell in dieser CodeWeek in der 2. Oktoberwoche oder 3. Oktoberwoche stattfinden, aber auch über das ganze Jahr verteilt. Programmier-Event kann jetzt sein irgendein Workshop oder ein Turtle-Stitch-Workshop zum Beispiel mit dieser programmierbaren Stickmaschine oder ein Vortrag, was auch immer, ein Tag der offenen Tür in einer HTL, was immer man darunter versteht. Und wenn jemand so auf dieser Seite kann jeder seinen Workshop oder sein Event eintragen und die CodeWeek-Ambassadors von einem Land müssen den Event dann freischalten, damit er public wird. Das ist sozusagen die Tätigkeit. Und für diese wahnsinnige Tätigkeit, die ich jetzt auch erst seit ein paar Wochen wirklich ausübe, weil ich seitdem rausgekriegt habe, wie man diese Events freischaltet, habe ich jetzt reichlich Spesen kassiert und wurde auf eure Steuerzahlerkosten nach Brüssel geflogen.
voll umweltschädlich und dort in einem Hotel übernachtet und dann einen ganzen Tag lang an einem Code Week Ambassador Meeting teilgenommen. Okay. Das war. Du nimmst das irgendwie nicht ernst, kommt mir vor. Du musst bin voll fasziniert. Getragener vortragen. Du bist jetzt Botschafter. Du bist jetzt wichtig. Ich Chef, du nix, oder was? Genau. nein, das, also, und es ist was Tolles passiert. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich mir gedacht, ja, das mit Europa und so, also seit das Geld jetzt direkt zu mir kommt, finde ich das eigentlich alles voll gut. Also das hat sehr, sehr viel zu meinem positiven Demokratieverständnis und Politverständnis der EU beigetragen. Also ja, ich fürchte, in Wirklichkeit bin ich einfach käuflich, aber es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, dass, ja, jetzt tut die EU einmal was für mich persönlich. Und warum ist das jetzt wichtig, dass diese Codeweek EU-Ambassadoren, wir hätten ja auch eine Skype-Konferenz oder ein Google-Hangout machen können für die paar Tagesordnungspunkte, aber ich muss sagen, das hat sich schon ausgezahlt, also du hast alle diese Leute in einem Raum, es stellt sich jeder kurz vor, du kriegst dann mit, okay, die, was weiß ich, Isländer tun wesentlich mehr als die Österreicher, die haben schon so und so viele Events organisiert oder zumindest aufgeschrieben, dass es andere organisiert haben. Und du siehst so ein bisschen sozusagen, wie deine Nation selber dasteht. Und das andere ist, du lernst, das ist eigentlich das wirklich Wichtige, ich glaube, das wäre beim Online-Meeting nicht so gut funktioniert, du kriegst raus, wer sind die Leute, die urviel machen und die was zu sagen haben und wer halt nicht. Also du kommst so richtig im Netzwerk halt in den Überblick. Ja, du kannst cool networken. Und dann habe ich auch eine zweite super Erfahrung gemacht, die ich jetzt nur hier exklusiv im Biertaucher Podcast erzählen werde und nicht bloggen. Über die Füßler Pommes hast du schon erzählt, was? Ich war in Frickland. Ja, aber das ist die dritte. Hast du Mulfried gegessen? Genau, ja. Also nicht Mulenfried, nur Fried. Nein, das Coole war, verdammt, Ich habe es vergessen. Die Fritz haben mich aus dem Konzept gebracht. Etwas, was du nicht bloggen wolltest. Ja. Egal. Ich weiß es nicht. Ich sollte nicht Bier trinken und gleichzeitig podcasten und euch vorher so lange zuhören, dann vergesse ich alles. Ja, okay. Auf jeden Fall, es war recht cool, die Leute kennenzulernen, auch persönlich im Gespräch, die dann was tun. Ich habe zum Beispiel einen Professor aus Italien kennengelernt, der ein eigenes, soll man das sagen, er macht so ein Geocaching-Spiel, das dann kleine Code-Aufgaben gibt. Also das Spiel ist, dass er in der Stadt, tut ein Local-Team, biegt QR-Codes in der Stadt auf und sein Server und Chatbot vergibt dann jedem Hunter-Team, also die Leute organisieren sich in so Jäger-Teams, Hirschen zu diesen QR-Codes, die sie finden müssen, die sind so leicht mit Rätseln und fotografieren sie das, dann kriegen sie von dem Chatbot eine Programmieraufgabe, also ein ganz leichtes Programmrätsel sozusagen, das lösen sie und kriegen dann den Hinweis, wie sie zum nächsten QR-Code gehen müssen. Eine Art Schnitzeljagd mit kleinen Rätselaufgaben mit dabei. Und genau, und das Ganze halt, der war ziemlich clever, also mit vertretbarem Aufwand programmiert, also er macht einen Chatbot und hat einen Pool von Programmierfragen. Und das Local-Team sorgt dafür, dass die Routen halbwegs gleich sind, wie es diese QR-Codes in der Stadt versteckst. Das ist dann wieder die Aufgabe von den Locals und so. Und alle Teams tun dann auch also europaweit gegeneinander antreten. Also wenn du alle diese Aufgaben gelöst hast in der richtigen Reihenfolge, hast du so ein Meta-Rätsel, wie wenn du so ein Kreuzfahrträtsel wäre Sachen löst und dann gibt es diese Gesamtfrage. Wisst ihr noch, wovon ich rede? Oder? Setzt sich dann die Frage zusammen. Und das kannst du dann wieder als erster lösen. So, also coole Sachen, ja. Und dafür, dass ich fast niemanden gekannt habe und so, habe ich dann gleich gesagt, naja, und habt schon einen Podcast? Ah, ihr habt keinen Podcast? Na, mach mal einen EU-Code-Weg-Podcast. Ich mach das. Okay. Habe jetzt sozusagen noch einen neuen Podcast aufgeheizt, wo jetzt aber bis dato noch nichts weitergegangen ist. Aber ich habe dann gedacht, eigentlich brauche ich ja nur die XML-Datei vom Podcast veröffentlichen. Und die Files könnte ich auch schon in einen bestehenden Podcast von mir integrieren. Also wenn ich die Files für meinen International Open Podcast nehme, der auch auf Englisch ist, mache ich einfach einen zweiten XML-File dazu und habe einen zweiten Podcast mit ein und denselben Files. Aha. Okay, das war also meine Überlegung. Aber dann hast du ja dann, das ist der eine Podcast unter zwei Namen sozusagen, oder? Ja, also ein Teil meines bestehenden Podcasts wird ein eigener Podcast. Ja, wir können es ja irgendwie...
habe ich mal irgendwie gedacht. Ja, genau. Hab ich eine eigenständige Folge soll es schon noch auch geben, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall, die waren dann alle, ja, ja, Podcast, wir wissen eh, was das ist und so. Und ja, aber also gerade dort noch voll auf die Pauke gehaut und okay, großen Eindruck geschunden. Und aber das, was ich wirklich sagen muss, ist, zahlt sich wirklich sehr aus, wenn du persönlich wo bist und dann nette Leute kennenlernst, mit denen du dich auch so verstehst. Also ich habe viele Leute, von denen mir der Derek erzählt hat, dieses Mal, die habe ich so von seinen Meldungen vom Hörensagen gekannt und dann jetzt wirklich kennengelernt und dann gut verstanden mit denen und ja, da können wir gleich gemeinsam ein Projekt machen und so. Also es zahlt sich echt extrem aus, wenn du mit guten Leuten in einem Raum bist und länger zu tun hast. Der Raum war so ein Besprechungsraum. Ja, ja, wir sind in Brüssel herumkutschiert worden. Das war über Brüssel, war schwer bewacht, weil Terroranschläge, also auf jeder den U-Bahn-Stationen waren immer so Soldaten mit Sturmgewehren und so Militärlastwagen und so. Mhm. Und es war dann sehr viel Eingangskontrolle. Ja. Und im Endeffekt bei der EU? Ja, ja, ich war da in so offiziellen EU-Glaspalästen drinnen mit und wurde durch so Metalldetektoren durchgegangen und Gepäck wurde geröntgt und alles. Aber da wir dann so viele Delegierte waren, ist das dann immer degradiert, in dass irgendeiner dann sein Seitentürlauf gemacht hat und wir sind da alle ungescannt reingegangen. Also das war dann doch nicht so ernst. Aber ja, und ich habe auch so sogar so einen EU-Visitor Spickerl gekriegt auf mein Hemd. Und das Treffen hat sich so abgespielt, dass wir am Vormittag eben in einem Gebäude waren und dort eben, da war so Vorstellrunde und dann jeder redet und dann so kleine Arbeitsgruppen und so, also es war recht intensiv. Ja? Dann, und am Nachmittag mussten wir nach Straßburg fliegen, um dort die zweite Hälfte. Fast, wir mussten dann das Gebäude wechseln, das habe ich noch mitgekriegt, also ich bin da allen anderen nachgegangen, wir wurden auch mit so T-Shirts ausgestattet und dann, wie war das dann, haben wir genau 30 Minuten Zeit gehabt zum Essen. Und dann ging es weiter, dann war eine große Art Podiumsdiskussion. Okay. Die waren, also wir waren so circa, was werden wir gewesen sein, 40 Leute. Und auf der Podiumsdiskussion waren dann aber deutlich mehr, da waren wir nicht ganz 100 Leute. Und zwar haben da mehrere EU-Abgeordnete, also einer war, glaube ich, selber dabei und andere haben ihre Aides geschickt, also ihre Sekretärinnen oder Sekretäre, und die haben dann für die mitgeschrieben und so. Also da hat man richtig gemerkt, da wollen die jetzt wissen, was wir zu sagen haben. Und also es war kein Non-Event, so, sondern das war offiziell. Ja, ja. Und da habe ich zum Beispiel geredet dann mit einer Delegierten von Boeing, also es war eigentlich eine Lobbyistin wahrscheinlich von Boeing, und die haben gesagt, ja, alle Ingenieure, die sie ausbilden, die irgendwie bei Boeing einen Job haben wollen, der mit Engineering zu tun hat, müssen heutzutage coden können. Also ohne Coding bist du kein Ingenieur mehr, kein brauchbarer. Und sie tun händeringend, also speziell von Irland haben sie erzählt, weil dort viele IT-Firmen sind, sie tun händeringend alles leer kaufen, was dort der Markt an Absolventen produziert. Und speziell, wenn es Absolventinnen gibt, weil die sind extrem begehrt, werden sofort leer gekauft. Und sie haben gesagt, sie würden sogar gern mehr Frauen anstellen, aber es gibt halt keine, ne, weil zu wenig Absolventinnen da sind. Und das war für mich dann nett, habe ich mir erstmals gedacht, oh, eigentlich das, was ich mache, mit so Kindern Programmieren beibringen, ist etwas, was genau richtig ist. Also, das war für mich persönlich sehr befriedigend. Ne? Das, sozusagen, ah, jetzt ist die EU draufgekommen, dass das, was ich mache, echt gescheit ist. Und ah, ja, jetzt weiß ich, was ich vorher sagen wollte. Ja, also wie ich dort war, habe ich halt extrem viele interessante Leute kennengelernt, die auch so wie ich halt in dem Zwischenraum zwischen Education und Programmieren arbeiten. Also die keine Lehrer sind und keine Vollprogrammierer, sondern irgendwie dazwischen arbeiten und halt mit wirklich coolen Leuten zusammengearbeitet oder sie kennengelernt. Und dann habe ich mir das erste Mal gedacht, ach, Österreich ist so provinziell. Es war halt einfach schön, eine andere Ebene kennenzulernen. Weil in Österreich kennt man natürlich die Szene, wenn man sich ein paar Jahre damit beschäftigt. Die Leute sind zwar alle nett, aber wenn du einen größeren Topf hast, kriegst du größere Netzwerke. Ja, das ist wieder schön. Habe ich wieder mal alle beleidigt. Ja. Na, also insofern. Das war rundum lohnend anscheinend. Ja, sehr lohnend. Und ich bin dann einen Tag länger geblieben. Also es wurde nur eine Nacht gezahlt. Aber du hast gleich angeschlossen. Ich habe eine dann sozusagen auf Privatkonten, genau, privat eine dazugenommen. Und da habe ich den Jörg van der Mort interviewt. Das ist ein holländischer Aktivist sozusagen im Bereich Visual Programming Languages und Education. Okay. Und den habe ich schon auf der Scratch-Konferenz Amsterdam kennengelernt. Und mit dem habe ich zwei lange Interviews gemacht über Mozilla-Konferenz in London und ein anderes über die Scratch-Konferenz in Boston. Diese Interviews muss ich noch gescheit schneiden und im International Open Podcast veröffentlichen und ich werde sie dann in den Shownotes verlinken. Also die sind noch auf meiner Festplatte. Sehr gut. Also ich war super produktiv und so.
Das heißt, du wirst jetzt auch programmieren lernen. Die Tage danach. Genau, ich sollte das jetzt vielleicht lernen, nachdem ich es da unterrichte. Ja, sollte das vielleicht jetzt selber langsam lernen. Nein, aber ganz toll, also die EU einmal positiv zu erleben, nicht immer nur irgendwelche Horrormeldungen von Lobbyisten zu lesen, die das Böse tun, das gibt es ja nach wie vor. Aber dadurch toll, dass man einfach Grenzen überqueren kann. Also ich freue mich jetzt mal, wenn ich einfach so über Grenzen ja, aber die kann noch mehr, die kann dir auch einen Brüsselauf enthalten. Ja, ist alles so. Also ich würde auch sagen, der Subscribe, also geht's gleich, tut's das noch eine Ebene höher, du, ne? Podcasten für Brüssel. Ich mein, die sollen das rücksubventionieren. Also EU-Podcast. Die machen so viele Sachen, da kann man das als Thema auch einmal ganz schön, ja, eigentlich. Tja. Und wenn man derzeit sagt, man ist Podcasten und so, das ist total in. Also die Leute wissen, das ist irgendwas Tolles, aber können es nicht. Das hat ja mal der Britlach angefangen. Ein EU-Podcast? Aber ich glaube, der hat nicht viel mehr als 2-3 Episoden gehalten. Das sollte man mal da raussuchen. Das wäre schön, weil so auf wochenpolitischer Ebene. Ja, also ich spare mir jetzt einen schlechten Scherz, dass du dass du dich zwischen den Besprechungen bei Yoga mit den anderen Ambassadoren entspannst. Die Überchefin war eine Yoga-Instructorin. Ach, perfekt. Super, weil im nächsten Film Yoga-Hosers. Die Yoga-Hosers spielt in Kanada. Ich habe leider den Link nicht drin. Jetzt muss ich direkt aus dem Gedächtnis erzählen. Ist das der letzte Film? Vorletzte. Ich habe fast keinen Platz mehr. Also die Yoga-Hosers, da geht es um zwei Mädchen, 15 Jahre alt, schon seit ewig miteinander befreundet. Eben in einem kanadischen kleinen Städtchen wohnen die. Und der Film ist, glaube ich, auch 2016 gemacht worden und stammt von keinem unbekannten Regisseur, nämlich von Kevin Smith. Der hat früher mal einen Kultfilm gemacht namens Clerks, den kennen viele. Ja. Oder ich habe vor zwei Jahren Dread State gesehen, Dogma, der mir nicht so gefällt, den kenne ich so. Jane Silent Bob, Schlagen zurück. Genau. Okay. Auch, ja. Also die kennt man. Ja. Mhm. Und diese beiden Töchter, ist auch eine Tochter ist die Tochter von Kevin Smith und die andere Tochter ist die Tochter von Johnny Depp. Und Johnny Depp spielt auch mit. Depp spielt einen sehr stereotypen Franzosen mit Barrett auf und so. Worum geht es in diesem Film? Um diesen Film geht es am Anfang sehr um diese Freundschaft. Man folgt diesen beiden Mädchen, die sind angestellt, also die in einem so einem Drugstore, wo halt so Sachen verkauft werden. Untertags folgt man ein bisschen ihrem Alltag in der Schule, der viel auf Smartphone-Bedienen ausgelegt ist. Der Film ist auch sehr schnell und auf ein sehr junges Publikum, glaube ich, hingeschnitten, weil es werden zu jedem Charakter, der eingeführt wird, wird so eine Smartphone-Tech-Cloud auf einen zugeworfen und halt wichtigen Informationen und flotte Sprüche dazu präsentiert. Und die Handlung darf ich wahrscheinlich nicht ganz verraten, aber es geht darum, dass eine Invasion stattfindet von Nazis, aber keine menschliche Nazis, sondern Bratwürste, die Nazis sind. Nazi-Bratwürste. Sogenannte Brazis. Brazis, okay, ja. War richtig. Und die beginnen irgendwie Menschen umzubringen und die Yoga-Hosers werden da auch reinverwickelt. Dazwischen kommt eben der Johnny Depp, also dieser Franzose, der da auch schon ein bisschen Bescheid weiß. Und sie müssen gegen die Brazis und in weiterer Folge, was hinter den Brazis steht, ankämpfen. Witziges Detail am Rande, die Brazis sind computeranimiert und haben so Gesichter und sagen immer so, wunderbar, und solche Sachen. Klar, was man halt so sich von Brazis erwartet. Und das Gesicht ist das Gesicht von Kevin Smith, also vom Regisseur. Das hat sich rein animiert. Der Oberbrazi. Der Oberbrazi, also ist das Gesicht von all diesen Brazis, okay, weil die Brazis sind ja eigentlich Klone und überhaupt. Okay. Also. Was man geboten bekommt, ist eine ziemlich lustige, flotte Angelegenheit. Ich war in großer Gruppe dort. Mhm. Und wenn man sich das irgendwie, wenn der ganze Kinosaal so ausgelassen ist und lacht, ja, und auch mit der Gruppe, dann war das einfach ein Traum. Du hattest das nicht ernst nehmen können. Und es gab so viele popkulturelle Anspielungen, ja, auch von Schauspielern, die vorgekommen sind oder Sachen, die einfach in den Dialogen gefallen sind, dass man da gar nicht mitbekommen bin. Ich war schon ganz verlegen. Also eine Reihe vor mir hat alle zwei Minuten laut hysterisch gelacht und ich habe immer welche Referenz hat er schon wieder erkannt. Ja. Und dann kommt man natürlich auch mit den linken und rechten Kollegen, dann kann man sich dann austauschen, was man nicht alles nicht mitbekommen hat. Ja. Ist ein lieber Film.
es wurde, ich habe mich über den Film schon mit anderen Besuchern davor unterhalten, die nicht hingegangen sind, weil sie gemeint haben, sie haben Bedenken, gerade weil es die Tochter von Johnny Depp und von Kevin Smith ist. Und ich kann einen Kritikpunkt anbringen. Ich meine, Nazi-Bratwürste, die Menschen umbringen, das kann man optisch wunderschön inszenieren. Da kann man also sich spielen mit Schleim, Bratfett, Blutspritzer, alles, was das Blätter-Genre hergibt. Und optisch war er sehr brav. Also ja, es ist jetzt dieser Bodycount jetzt nicht so hoch. Der Klamauk, was auf der Splatter-Szene ist, ist nicht schön umgesetzt. Wenn's zersplattert die Bratwürste, dann schaut das eher aus, als hätte man so ein computeranimierte Bombenhaufen. Also wie Stroh. Also das ist total entschärft. Das ist ein bisschen schade, weil dadurch wird das ein sehr freundlicher, also bleibt es ein sehr freundlich ist ja nicht schlecht, aber braver als er sein müsste. Weil die beiden Mädels miteinander, diese Dialoge, die sie miteinander bringen und wie sie ihren Schmäh rausführen, ist dermaßen flott und witzig und cool geschrieben. Also die beiden Mädels, also wenn die ein bisschen mit mehr Werf an die ganze Inszenierung rangegangen sind und das mit den Bratzis besser inszeniert hätten, dann hätte es locker eine Reihe werden können. Vielleicht wird es auch noch eine Reihe, aber so die letzte. Die letzten 2% haben mir gefehlt, aber es ist trotzdem ein gute Laune-Film. Anschauen. Ja. Bratzis. Das ist sehr lustig, oder? Ja, das ist wirklich lustig. Wunderbar. Zum nächsten Thema. Das müssen wir unbedingt reinblenden. Das konnten wir auch nachher, also wir sind noch nachher zusammengeguckt, das konnten wir die ganze Zeit nicht sagen. Ich kann noch anschließen zu dem, was der Stefan gesagt hat. Du hattest über deine OpenStreetMap-Karten geredet, die du aufs Fahrrad kleben kannst, auf diese App. Also du hast einen... OpenStreetMap ist es nicht. Du hast doch gesagt, du kannst OpenStreetMap... Ach so, die Daten, die eingebunden werden. Ja. Und ich habe höchstwahrscheinlich Österreichs ersten OpenStreetMap-Workshop für Volksschüler gehalten. Oh. Am Montag. Ich behaupte das jetzt mal, weil ich glaube, dass einfach noch keiner auf die Idee gekommen ist. Und zwar bin ich in eine Volksschule eingeritten, in das Sacré-Cœur in Wien. Und habe dort eine Lehrerin gekannt und die hat mich halt eingeladen, da einen Workshop zu machen. Die Volksschüler waren so 10 Jahre alt, das ist eine katholische Volksschule, also die tun dort in der Früh beten und es hängt ein Bild vom Kardinal Schönborn am Eingang. Volksschulen sind in Österreich so, dass sie meistens 2 Computer im Klassenzimmer haben oder einen. Zumindest, ja, also dort waren es 2 und ein Drucker, aber für einen OpenStreetMap-Workshop ist das zu wenig mit 24 Kindern und die hatten aber einen EDV-Saal. Ich bin dann mit den Kindern, die Sackle gehört, einen sehr schönen Innenhof, also praktisch einen eigenen, schuleigenen Park haben die, Klostergarten nennen sie das. Und da habe ich sie, also sie haben so Maßbänder mitgenommen, so im Voraus ausgemacht, und habe ich gesagt, sie sollen einfach ein Objekt nehmen in ihrem Klostergarten, was sie interessiert, also einen Baumstamm oder eine Statue oder eine Spielzeugschaukel. Also haben wir so einen Spielplatz drinnen und das ordentlich vermessen und die Daten aufschreiben. Ja. Und dann gehen wir in die EDV-Saal und ich zeige Ihnen, wie Sie das in OpenStreetMap eintragen. Schön, für die Sachen, praktisch, die Sie selber interessieren. Das ist was Praktisches. Und das ist dann auch passiert. Und es waren aber 24 Kinder und das war recht laut. Und von den EDV-Saal-Computern haben nicht alle wirklich funktioniert. Es waren dann immer so circa 2 bis 3 Kinder auf einem Computer. Das haben die Kinder aber auch so wollen. Also die wollten eh nicht allein sitzen am Computer und mir ist dann ein bisschen die Zeit ausgeronnen. Aber ich habe es geschafft, dass jeder zumindest ein Objekt anlegt. Also du kannst bei OpenStreetMap nämlich mit einem JavaScript-Editor, du klickst einfach auf Edit, kannst du innen einen Punkt machen, einen Point of Interest. Mhm. Und dann hast du eine Art Datenbankauswahl und kannst sagen, dieser Punkt ist ein Baum oder ist eine Statue oder was anderes. Ne? Und sie haben dann hauptsächlich Bäume genommen und diese Bäume eingetragen. Du siehst so ein Satellitenfoto, kannst dann halt hinklicken, wo du glaubst, dass der Baum ist und zu dem Baum dann was beschreiben. Dann gibt es mehrere Felder, die du ausfüllen kannst. Und sehr gut, es gibt ein freies Feld namens Node, wo du einfach beliebige eigene Sachen reintun kannst. Das haben die Kinder dann auch gemacht. Am Schluss kann man das dann auch abspeichern. Das hat dann nur eine Gruppe geschafft, weil dann die Stunde schon aus war. Also ich habe eigentlich die Idee gehabt, dass die mehrere Objekte eintragen, aber es blieb bei einem und ich habe ihnen jetzt noch nicht gezeigt, wie sie sich bei OpenStreetMap einen Account registrieren, weil das einfach mühsam ist. Das habe ich im Voraus gemacht. Ich habe schon fertige Accounts angelegt. Ist der Fall so wahrscheinlich bei nicht, oder? Das ist eine Funktion.
So, wenn sie eine E-Mail-Adresse haben, das ist ja nicht verboten, dass das Kind eine E-Mail-Adresse hast. Na, da habe ich wie alle anderen. Na, da, also bei OpenStreetMap, ich zumindest habe keine Altersbeschränkung gelesen, aber vielleicht gibt es eine und ich habe einfach drüber gelesen. Mhm. Das kann natürlich sein. Und was ich dann halt, ich versuche jetzt ein Blogposting drüber zu machen, aber es war für mich recht erbaulich, weil ich konnte mit dem OpenStreetMappen, wo ich selber nicht sehr stark bin, also, konnte ich sozusagen den Kindern und auch den Lehrern zeigen, was es bedeutet, dass du jetzt kollaborativ arbeitest, dass das, was du eintragst, nützlich ist und für alle weltweit sichtbar. Das haben die Kinder sehr gut kapiert. Ne? Die haben gesagt, boah, das sieht jetzt die ganze Welt. Und ich, ja, das sieht jetzt die ganze Welt, was du da eintragst. Und das haben sie mit 10 Jahren schon ziemlich gut rausgehabt, was okay. Das bedeutet. Ne? Und auch so, dass man zum Beispiel gemeinsam auf Daten schaut und sich gegenseitig kontrolliert. Ich habe gesagt, was macht ihr, wenn da jetzt jemand in eurem Schulhof einen See eintragt, dann sagt es, na, das wollen wir nicht, dann tun wir weg und so. Also das haben sie instinktiv sehr gut kapiert. Und hätte ich dasselbe versucht mit Open-Source-Programmen oder mit Wikipedia zu erklären, hätte das schlechter funktioniert, weil du halt da nicht so instant den Bezug hast, ah, ich habe eine Karte, wo was Nützliches für mich drinnen steht und oder etwas, was ich dran finde. Ja. Präsentationen. Ganz genau. Und deshalb finde ich halt OpenStreetMap ein derzeit noch unterschätztes Tool, um eben genau solche Inhalte zu machen. Und das andere, was mir aufgefallen ist, dass die Kinder gesagt haben, du, weißt du, was das für ein Baum ist? Und ich auch keine Ahnung gehabt. Ne? Dann haben wir den Baum fotografiert und ein Blatt und ich habe dann gedacht, dann zeige ich ihnen nachher, wie man in Wikipedia jetzt guckt. Oder gibt es sicher spezielle Webseiten, wo es halt dann ein Blätter bestimmen kannst, also so Botanisierungsseiten, das ist sich alles zeitlich nicht ausgegangen, aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein schönes Tool für interessierte Eltern oder für interessierte Lehrer, um einfach den Kindern auch sozusagen in der Natur mehr, wie das Geocaching, mehr Interaktion zu bieten, dass man sagt, okay, wir wandern jetzt dorthin oder wir beschäftigen uns auf diesem Spielplatz oder was auch immer, dass du das dann nachher dann halt aufarbeitest im Computer, dass du ja, und ganz praktische Sachen, sie haben mit dem Maßband abgemessen, wie dick ein Baumstamm ist. Dann haben sie gesagt, ja, das Maßband ist zu klein, wir können nicht messen, wie hoch der ist. Und jetzt kannst du auch als Volksschullehrer kannst du natürlich mehrere Methoden dir jetzt ausdenken, wie du die Höhe eines Baumes misst. Also auch wenn du jetzt noch nichts von Winkelberechnung weißt, du kannst zum Beispiel messen, wie hoch ein Stockwerk ist und dann im Stockwerk raufgehen und halt schauen, von welchem Stockwerk siehst du den Baumgipfel. Ne? Und das dann wieder eintragen in Wikipedia. Und das könntest du wieder jedes Jahr machen, weil der Baum ja wächst. Also, ich denke, für die Anwendungsfälle liegen ja, einfach auf der Straße. Liegen auf der Straße, ja, OpenStreetMap. Genau. Vorteil war, dass die Kinder dort recht gut Englisch können haben, weil je nach Browsereinstellung, die haben auch zweisprachig gebetet, also die sind sprachlich recht gut drauf. Und weil je nach Browsereinstellung waren die Begriffe, wo du was einträgst, entweder Englisch oder Deutsch. Das habe ich im Voraus nicht so ganz gecheckt. Und ja, schön wäre natürlich halt das Ganze auf Tablets zu machen, gleich vor Ort. Aber ich fürchte, OpenStreetMap mit diesem JavaScript-Editor ist derzeit eher dafür gedacht, dass du mit Maus und PC bedienst. Also auch, obwohl die Handys jetzt schon sehr gute Auflösung haben, aber du musst da wirklich sehr gut klicken können. Ja, es gibt da dann wieder Apps dafür. Wahrscheinlich. Also es gibt eine, du kannst OpenStreetMap zum Anschauen, kannst das recht gut im Handy verwenden. Aber für den Editor, also ich mit meinem Handy hätte ich ihn nicht verwenden wollen. Einfach weil er zu fummelig ist. Und natürlich, es gehört ein bisschen, ein bisschen Erfahrung dazu, weil du kannst durch einmal schief klicken natürlich sehr schnell sozusagen eine Gebäudewand umreißen oder so einen aus Versehen einen Punkt anfassen und dann verschiebst du eine Straße. Das haben die Kinder natürlich auch zusammengebracht. Da muss man halt ein bisschen Einschulung machen. Aber ansonsten, also ich werde einen Blogpost mit all meinen gescheiten Anmerkungen da verlinken. Ja, also ich finde das gut, Geschichte wurde geschrieben. Das ist der OpenStreetMap Volksschulworkshop. Ja, und das hat gut funktioniert. Und das in der Volksschule. Das ja, und die Kinder, ich habe auch gemerkt, die haben wirklich gescheite Fragen gestellt nachher. Und so. Interessant, cool. Sehr gut. Film. Ja, das ist von Volksschülern auf Swiss Army Man. Es ist schwierig. Da geht es nämlich darum, also Swiss Army Man ist der letzte Film, dann bin ich auch schon fertig. Den mache ich noch ganz schnell. Da spielt. Hast du Glück, weil sie jetzt gerade noch 1 Quadratzentimeter frei auf dem Sketch. Da spielt eine der Hauptrollen spielt der Daniel Radcliffe. Der eine ist der Paul Dano, den kennt man eigentlich vom Sehen auch, aber der Daniel Radcliffe ist ja wieder... Harry Potter. Und Harry Potter spielt in diesem Film, der, weiß ich nicht, über eine Dreiviertelstunde geht, eine Leiche über die ganze Zeit.
Und es geht darum, dass der andere, dass der, der lebende Hauptdarsteller, der Paul Dano, ist ein junger Mann, der auf einer Seeinsel gestrandet ist und dort ganz einsam vor sich hin vegetiert und kurz vorm Selbstmord ist wegen Einsamkeit und weil er von dieser Insel nicht wegkommt. Und auf einmal, der ist aber keine Leiche. Er ist keine Leiche, okay. Noch nicht, er möchte nicht seiner machen. Ah, aber, und der andere ist schon. Und der andere, der wird dann an die Küste dieser Seeinsel gespült. Okay. Also eine Leiche wird angespült. Der Lebende, der wollte sich gerade erhängen, befreit sich aber daraus, läuft zur Leiche hin, glaubt zuerst, er lebt noch, kommt aber drauf, die Leiche ist schon tot, sehr schade. Und ist dann so deprimiert, dass er sich den Gürtel schnappt von dieser Leiche und sich wieder an sein wieder mal auf ich, ja. möchte sich dann gleich zum zweiten Mal aufhängen. Und während er so seinen traurigen und tiefgründigen Gedanken, er singt, glaube ich, auch ein Lied zu seinem eigenen Abschied und tiefgründige Gedanken singt, fühlt er sich in seinen Abschlussritualen gestört, weil anscheinend diese Leiche, die so im Halbwasser, halb an der Küste ist, Putzgeräusche von sich gibt. Weil so Blähungen noch drin. Ja, Blähungen bei so Leichen, ja, nichts Unübliches ist. Und er fühlt sich so dermaßen daran gestört, dass er zu dieser Leiche hinläuft und das irgendwie verhindern möchte und drauf kommt, man kann das doch nutzen. Weil die Blähungen so stark sind, dass er diese Leiche als Jetski verwenden kann und sich mit dieser Leiche auf dieser Leiche reitend sich zu einem anderen Ufer begibt. Aber das ist nur eine von den vielen Fähigkeiten, wo sie diese Leiche vorher heißt. Nicht umsonst heißt dieser Film Swiss Army Man, so zu unterten Leichen das Schweizer Taschenmesser kann. Und der bleibt tot, also der läuft nicht rum und redet oder wird wiederbelebt oder so. Oder also man kann jetzt zum Beispiel schon so viel verraten, im Laufe des Filmes singt er und redet diese Leiche. Allerdings muss man auch sagen, dieser Film bietet einem wahrscheinlich keinen zuverlässigen Erzähler. Das heißt, das spielt sich viel im Kopf, oder spielt sich eigentlich. Könnte Halluzination sein. Oder so, kann man gleich schon mal so sagen. Abgedreht. Auf jeden Fall, er geht mit dieser Leiche durch dick und dünn. Er kann zum Beispiel diese Leiche kann Wasser filtern und Trinkwasser produzieren. Er duscht sich also mit dieser Leiche. Er kann Enterhaken rausschießen oder Tiere jagen, indem er Schrotkugeln ein und so Kieselsteine einfügt und mit dieser Leiche schießt. Kann unter Wasser tauchen aus dem Mund. Tauchatemgerät natürlich auch liefert. Aber es ist bisher mein Favorit, muss ich schon sagen. Also, es ist durchaus ein faszinierender Swiss Army Man. Swiss Army Man. Ja. Okay. Und man könnte jetzt glauben, der Film rastet sich genau auf diese mannigfaltigen Möglichkeiten dieser Leichen auf, aber nein, das entwickelt sich in einer anderen Richtung, weil dadurch, dass die Leiche reden kann, aber kaum etwas weiß übers Leben, beginnt der lebende junge Mann sich mit der Leiche zu unterhalten übers Leben und sehr viel über Beziehungen und über Frauen und über solche Sachen. Und das geht auch so weit, dass er der Leiche teilweise, weil sich die Leiche versucht, an die Freundin zu erinnern, die er im Leben hatte, beginnt der Lebende irgendwie die Freundin nachzuspielen und zu simulieren. Das ist so Familienaufstellung. Also ein bisschen in dieser Art, ja. Und das wird dann noch ziemlich abgefahren, das Ganze. Ja. Mehr möchte ich jetzt in die Handlung gar nicht reingehen. Ich möchte nur eins zu bedenken, eben so lustig, wie das Ganze geklungen hat. Es ist ein bisschen wie Science of Sleep, das ein anderer Film oder so. Es ist ein bisschen ein Sucker Punch-Film. Ja, du kommst eigentlich am Ende drauf, dass das Ganze eigentlich ziemlich traurig ist. Und dass das Ganze eigentlich ist nicht, dass jetzt so große Plot-Turns oder so drinnen kommen, aber das Ganze, wie sich's entwickelt und wie eigentlich dann dieser junge Mann, wie man dann am Ende dieses Filmes auf ihn sieht oder so, hat das eigentlich eine tragische Sorte und so wie haut drauf humorig das klingt, ja, geht es auch wirklich viel um halt, er ist halt wirklich so ein verklemmter junger Mann, das ist nicht traurig. Der Lebende jetzt, oder? Der Lebende, ja. Genau, mit Frauen in Kontakt zu treten und auch mit anderen soziale Probleme hat. Und das wird in diesem Film dann eigentlich auf eine gar nicht, das ist halt in so einem krassen Zegensatz, aber in gar nicht so einer hautraufrischer Weise gezeigt. Also ein komplett skurriler Film mit verschiedensten Elementen. Ich habe es
Ich habe die Beschreibung gelesen, die ersten zwei Sätze, und habe gewusst, okay, die muss ich mir anschauen. War auch einer der erfolgreichsten, also es war am letzten Abend, und sie haben die drei erfolgreichsten Filme am letzten Abend eben nochmal gespielt. Und da war der halt unter. Wahrscheinlich auch wegen am Star, wegen Harry Potter. Arger Film. Kann nicht mehr dazu sagen. Ja. Ja, keine Empfehlung oder keine Nicht-Empfehlung. Okay. Jeder sprachlos. Selber, ja, sprachlos. Und dann war ich dann auch um 1 Uhr früh glücklich zu Hause und habe das Slash-Filmfest diesen Sonntag beendet. Wie hält man 3 Filme am Stück aus? Das geht, wenn die Filme gut sind und wenn du, also beginnt ja schon um 18 Uhr. Ah. Ist der erste um 18 Uhr und der letzte geht dann so 23 Uhr los und geht bis 1 Uhr. Sind da dazwischen dann so Cornflakes-Esspausen? Ja, man kann rausgehen, da geht auch ein bisschen was los aus dem Wechseln des Publikums. Mittlerweile trifft man dann so Bekannte, oder man hat sie ja schon verabredet mit bekannten Leuten dort. Und es kommt drauf auch auf Tagesverfassung an. Ich habe auch einen Film nicht geschafft, also... Da bist du vorher rausgegangen. Was nicht funktioniert, zum Beispiel um 18 Uhr einen Film und dann den nächsten um 1 Uhr früh. Wenn du die Pause dazwischen hast, dann ist um 1 Uhr früh. Also, wen sollte man am Stück tapfer durchgucken? Und dann geht das, wenn man sich schon darauf einstellt. Ich freue mich dann den ganzen Arbeitstag darauf und denke, heute Abend habe ich nichts anderes vor, als im Filmcasino zu hocken, zu sitzen und mich berieseln zu lassen und mich zu freuen. Da hatte ich so wirklich Bock darauf und das war. Aber ich meine, du sitzt ja dann bei 3 Filmen, sitzt ja 6 Stunden am Stück. Ja, also am Stück nicht. Vor der Glotze auch zusammen. Ja, also bei Binge-Watching ist das keine Seltenheit. Das kriegt man mit Horrorfilmen auch locker zusammen. Und auch dazu, wenn man sich jetzt die Zusammenfassung anhört, ich habe mir so wirkliche Horrorfilme gar nicht mal so angeschaut. Und es gibt auch viele Leute, die halt hingehen, weil sie viele asiatische Underground-Filme spielen. Animationskino spielen sie einiges. Also man kann sich da schon einiges rausklauen lassen. Und wie ist das? Musst du dir für jedes eine gezielte Karte kaufen oder kaufst du dir den Festivalblock und dann gehst du einfach hin? So eine Plattform, die nennt sich N-Try, also N-T-R-Y. Da kann man sich einen 10er-Block zusammenklicken und dann das direkt machen. Da muss man allerdings aufpassen, zum Beispiel dieser Swiss Army Man, Daniel Radcliffe-Film, der war online nach den ersten 2 Stunden ausverkauft. Okay. Es gibt dann aber immer noch ein Kontingent, was im Kino ist. Mhm. Weil ich habe dann für Freunde noch später für das Surprise-Movie, das online schon komplett ausverkauft war, habe ich dann noch am Vorabend noch Karten bekommen. Also es zahlt sich dann auch aus, vor Ort dann nochmal nachzufragen und nochmal einkaufen zu gehen, wenn da getrennte Kontingente vorhanden sind. Bis zum nächsten Jahr, beziehungsweise es gibt ja Slash 1,5 und solche Geschichten. Ich werde dann, vielleicht schaffe ich es ja mal, in diese Zwischenevents auch reinzugehen, dann werde ich wieder davon berichten. Ich hätte noch was aus Wien jetzt, was schon 1,5 Wochen her ist, und zwar die Game City. Oh ja, du warst ja, im Rathaus. Da geht es nicht um Slasher, sondern da geht es um Computerspiele. Aber es gibt ja auch Slasher-Computerspiele. Ich habe jetzt keins gesehen, sowas wie Dead by Daylight oder so. Und ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich auch inzwischen zu alt bin dafür. Die verlangen tatsächlich. Ja, für die Game City. Die verlangen tatsächlich, damit man ein Bändchen bekommt, dass man schon über 18 ist, dass man wirklich den Ausweis vorzeigt, weil die davon ausgehen, dass alle Kinder seien. Und, war das kein Kompliment für dich, dass du beweisen musstest, dass du über 18 bist? Ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen einfach nur mit der Kamera die Ausweise scannen oder sowas. Ja, wurscht. Jedenfalls, ich habe mir dann so ein Bändchen dann eben bekommen dafür, dass ich vorgezeigt habe, dass ich schon über 18 bin. Ich hätte es überhaupt nicht benötigt, weil die Sachen, die ab 18 sind, haben mich nicht wirklich interessiert. Also zur Erklärung, da kannst du dann gewisse Spiele oder Ego-Shooter nur anschauen, wenn du so ja, also Sachen, die nur erst ab 18 sind, da kommt man nur rein, wenn man das Bändchen hat. Am Eingang dann schon die ersten Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, die dürften erst ab 18 sein, waren dann aber ohne Altersbegrenzung irgendwelche Kriegsspiele. War of World oder sowas. World of Tanks vielleicht? World of Tanks und wie heißt das mit den Kriegsschiffen? Battleship. World, War of Battleship, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls sowas ziemlich militärisch und kriegerisch. Ja, also sie hatten auch direkt einen Panzer da stehen, also oder irgend sowas in der Art. Dann die PlayStation VR,
hätte ich mehrere Stunden wahrscheinlich anstehen müssen. Hat mich sowieso nicht so interessiert, weil ich nicht so der VR-Fan bin. Ich hatte inzwischen eine VR-Brille auf und mir gefällt es nicht so, also habe ich mich erst da gar nicht angestellt. Innen drin, das Einzige, was mich eventuell noch interessiert hätte im Vorhinein, wäre der Stand von Ubisoft gewesen. Ich mag Ubisoft nicht, aber die haben tatsächlich noch einer der besseren Spiele dort gehabt, unter anderem das neue Spiel von South Park. Mhm. Ach ja. Das würde mich durchaus interessieren, waren aber viel zu viele Menschen. Ja. Ja. Also, du hättest lange Schlange stehen müssen für einmal Probespielen, oder? Ja, ich weiß nur nicht einmal. Genau. Dann hatten sie Star Trek Bridge Crew. Mhm. Das war ja einmal ein Open Source Spiel, sogar ein Indie-Spiel. Ach so, ja. Hätte ich nicht gewusst. Das steht aus so einem Indie-Projekt. Aha. Das ist eine VR-Geschichte. Ziemlich interessant. Habe ich schon im Internet gesehen gehabt. Da sitzt jeder einfach so da mit der Brille auf und meistens wird nur geredet. Das heißt also... Dass du Rollen spielst eigentlich, dass du die Crew vom Raumschiff Enterprise genau. Also jeder wollte mal immer Brücke neu. Das ist auch ein schöner Gedanke. Also so ähnlich wie Artemis, nur halt mit VR. Das mit man sich direkt... Hast du eine Brille aufgehabt? Ich habe mich jetzt gar nicht angestellt. Achso, waren zu viele Leute. Ja. Aber prinzipiell fände ich das schon mal interessant, wobei ich das VR nicht unbedingt brauche. Und das andere Ubisoft-Spiel, was sie dort hatten, habe ich jetzt vergessen. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Microsoft war sonst immer dort in der Ecke und Microsoft hatte immer ziemlich viele Spiele und diesmal war da Ubisoft komischerweise und Microsoft habe ich nirgendwo gesehen. Ja, Nintendo hatte einen ziemlich großen Stand wie jedes Jahr mit dem Splash-Spiel, also diesem Ego-Shooter. Ach, der mit kinderkompatible Ego-Shooter. Ja, genau, richtig. Da spielt man so ein Splash-Platoon irgendwie so. Splatoon. Danke. Splatoon. Ja, genau. Also so herzig, dass die Eltern nicht checken, dass die Kinder Ego-Shooter zocken. Ja. Wir spielen alle gemeinsam dann. Halt. Ja. So ein Shooter für die ganze Familie. Ja, genau. Ja, man schießt sich ab, aber hauptsächlich geht es darum, die Weltkarte einzufärben, die man hat. Das hatten sie auch letztes Jahr schon da. Ich finde das ganz nett. Und dann hatten sie komischerweise noch ein Tekken-Klon mit Pokémon. Also ein Prügelspiel. Ein Prügelspiel, also mit Pokémon. Und da haben sich alle gedacht, die davon geredet haben, ach, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet, dass Nintendo ein neues Spiel hier präsentiert, mit dem das keiner bisher kannte. Und dann auch noch mit Pokémon. Das komisch, dass es das nicht schon vorher gab. Ja, das war, es ist schon, Nintendo das hat sich immer Zelda hergezeigt. Das neue, nein, das neue Zelda, nee, da hätte ich mich definitiv hingestellt. Und sonst waren viele Cosplayer? Cosplayer waren sehr, sehr viele dort. Interessiert mich allerdings nicht so, aber ja. Die Retro, ach so, diesmal war der Eingangsbereich woanders und deswegen gingen alle erst durch den Retro-Raum. Wir haben Supertron mit den Retro-Maschinen, ja. Das war der Eingangsbereich. Also war hinten bei der Friedrich-Schmidt-Halle, weil ja vorne das Zirkuszelt war, ne? Ja, genau. Das heißt also, alle, die rein wollten in die oberen Etagen, gingen da durch. Vorbei, ja. Und auf der anderen Seite gingen sie wieder am Retrostand vorbei, wenn sie rausgingen. Das war auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Aber jetzt zu dem, was mich wirklich beeindruckt hat. Ich bin dort ohne Erwartungen hingegangen, eher mit negativen Erwartungen. Und dann habe ich dort ein Spitzenspiel gefunden, und zwar Drone Swarm. Das war beim Stand von FM4 mit angeschlossen. Und es handelt sich um Tiroler Entwickler. Mhm. Bei dem Spiel geht es darum, es ist ein Weltraum-Strategiespiel, Echtzeit. Du hast ein Mutterschiff, und dieses Mutterschiff kann Drohnen produzieren. Und du hast 32.000 Drohnen, die du auch wirklich einzeln sehen kannst. Wie die Entwickler mir gesagt haben, sie mussten die Drohnen zum Teil sogar schon zählen, ob das wirklich alles stimmt, dass die alle wirklich gerendert werden. Und ja, es sind wirklich 32.000 Drohnen. Das ist immens viel Aufwand, die zu berechnen. Und das haben die auf die Grafikkarte ausgelagert. Und diese Drohnen kannst du dann als Schwarm
steuern. Du kannst die Drohnen teilen, dann hast du mehrere Schwärme, also mal 10.000 und andere 22.000, so klein wie möglich oder alle wieder zusammenfassen und dann kannst du die steuern, irgendwo hinfliegen lassen. Die haben, du kannst mit denen eine Wand aufbauen, dann stellen die sich auf wie eine Wand und können Raketen abfangen, damit dein Schiff, weil das Schiff ist ziemlich fragil, geschützt ist, ja. Nicht, ja, damit es geschützt wird. Und du kannst mit denen auch angreifen. Da gibt es zum Beispiel dann einen Dash, wo alle Drohnen dann vereint wie ein Faustschlag irgendwas rammen. Und das Interessante ist, die haben die Physik wirklich gut umgesetzt. Das heißt also, wenn du das rammst, das Schiff hinten, dann dreht sich das auch und es wird auch weggeschleudert. Also eine Newton'sche Physik drin. Ja, die ist voll vorhanden und das ist richtig cool. Kannst du Drohnen verlieren? Oder ja, Drohnen kann man verlieren. Zum Beispiel durch Raketenbeschuss oder eben beim Angriff oder durch andere Waffen, die es gibt. Dann gibt es ein Sägeblatt. Damit sägst du dich sozusagen durch das gegnerische Schiff durch. Und was ich aber nicht testen konnte, weil sie das abgeschaltet hatten, zumindest hatten sie es teilweise abgeschaltet, man kann eigentlich die Waffen, die Navigation, alles einzeln ansteuern. Das heißt, das Sägeblatt gezielt auf den Antrieb oder auf die Waffen. Und auch den Dash und so weiter und so fort. Und die Schiffe müssen, da, damit sie überhaupt angreifbar werden, erst das Schild verlieren. Ja. Das heißt also, mit deinen Drohnen zündest du ein EMP, dadurch verlieren die Schiffe ihr Schild und dann kannst du sie angreifen. Das heißt also, es ist ein bisschen mehr Taktik dadurch. Und der Gegner hat auch Drohnen oder der hat nur große Schiffe? Der Gegner hat nur Schiffe. Dazu soll es auch eine Story geben, eine ziemlich gute Story, kündigen sie an. Ich bin mal gespannt. Mich interessiert die Story bei dem Spiel eher nicht. Mich interessieren Firmen, die sich auf der Messe hinstellen und sagen, wisst ihr, wir haben kein Geld für einen Storyteller, wir machen eine richtig schlechte Story. Das würde ich gut finden. Sie haben eigentlich einen ganz guten Storyteller, ich weiß jetzt aber nicht mehr von welchem Spiel, der muss ziemlich bekannt sein. Aber ja, okay, das ist eine nette Dreingabe, wenn dann eine gute Story bei rauskommt. Ihnen ist es wichtig. Und das, was ich bei diesem Spiel derzeit noch eher bemängle, ist die Bedienung. Die ist nämlich derzeit eher fürchterlich. Und sie wissen selber noch nicht, wie sie das mit der Steuerung hinbekommen. Also das ist derzeit deren größtes Ziel, die Steuerung richtig. Aber das Ganze hat dich fasziniert, also dass du aus den Drohnen da flexible Waffen oder Sachen bauen kannst. Also es hat schon cool ausgeschaut. Ja, es ist so, sozusagen eine kleine Sammelleidenschaft, nur dass man von Anfang an die 32.000 Drohnen hat. Man kann sie verlieren, aber man bekommt regelmäßig wieder neue Drohnen. Das heißt also... Muss die Waffen dann freispielen oder hast du von Anfang an alles... Ich weiß es noch nicht genau. So. Das wird in die Story eingebettet. Okay. Also ein Dash bekommt man wohl... Also das war nur... Sagst du nochmal den Namen von dem Spiel? Drone Swarm. Der Drohnenwurm. Also Drohnenschwarm. A Swarm, okay. Ja. Drohnenschwarm. Okay. Also es ist so ein bisschen Sammeln wie bei Factorio. Und nette Tiroler-Videos. Ja, ich habe gedacht, wenn ich an die Videos von Factorio gedacht habe. Ja. Cool, ja. Ja, aber das war jetzt ohne VR-Brille, das spielst du einfach auf. Ja, das ist ohne VR-Brille, es ist klassisch. Es ist zweidimensionaler Weltraum. Aha, okay, ja. Und man soll später auch Asteroiden einfangen können und dann Asteroiden mit Hilfe des Schwarms in eine Richtung treiben können, um damit Schiffe zu zerstören. Haben sie auch geplant. Das funktioniert bei denen schon, aber haben sie nicht demonstriert. Und solche Sachen werden schon ziemlich cool. Also sowas mit Drohnen. Ach, das ist herrlich. Lord of the Drones. Schau doch mal das Aralax an. Das hat auch so Komponenten. Ich habe Angst, dass ich noch wegen einem anderen Spiel süchtig werde. Derzeit spiele ich nämlich Factorio ziemlich viel, weil ein anderer Bekannter, den habe ich auch angefixt. Jetzt spielen wir über das Internet, nämlich Factorio mehrfach jetzt schon. Und wir benutzen Mumble zum Chatten, also mündlich zum Reden. Wollte ich jetzt auch nochmal schnell sagen. Mumble ist gar nicht mal so übel. Ja, das ist doch brauchbar. Fällt euch schon auf, dass wir jedes Jahr älter werden und immer nur über Computerspiele und Filme reden? Also, meinst du weniger Technik? Überhaupt nicht. Stimmt nicht. Nein, schauen wir auf die Shownotes. Nein, ich denke nur so. Nein, das Spiel hat jetzt gar nicht mehr Platz gehabt. Ach, sorry. Ich habe nur das wird gleich durch ein Sägeblatt durchgeschnitten.
Also ich muss sagen, dass ich befürchte eine kollektive Erwachsenwerthemmung bei uns. Und das vielleicht gar nicht schlimm. Überhaupt nicht. Ich habe eine Study Group gegründet. Bitteschön. Es gibt jetzt eine Wiener Elixir Study Group. Ah, haben wir das Functional Programming. Genau, wir haben uns das erste Mal getroffen. Wir haben noch keinen gescheiten Namen. Wahrscheinlich wird es Vienna Beamers aufbauend auf, den, auf der Beam. Das ist der Name von der Virtual Machine von Erlang. Und hast du Gleichgesinnte gefunden? Ich habe Gleichgesinnte gefunden. Wir sind englischsprachig unterwegs. Es ist ein Neuseeländer dabei, es ist ein Amerikaner dabei, es ist ein Chilene dabei und es ist ein Münchner dabei. Wow. Und, ja, da muss man auf jeden Fall Englisch reden. Die finde ich alle in Wien. Und wir haben uns jetzt das erste Mal getroffen, morgen das zweite Mal und dann im 14-Tage-Rhythmus geht es weiter. Wer mitmachen will, pinkt mich am einfachsten. Lass mich raten, ihr trefft euch im Sektor 5? Nein, wir treffen uns bei mir. Ich habe keine Lust, einen Raum zu organisieren. Und so ungefähr 10 Leute passen in meine Wohnung, also ins Wohnzimmer. Und solange das nicht gefüllt ist, organisiere ich keinen externen Raum. Fehlt dir schon der Fernseher? Fernseher? Ach, du hast keinen, okay. Nein, ich habe einen Fernseher, aber es hat niemand mitgenommen. Das sind lauter ehrenhafte Leute. Ach so, okay. Ja. Wer Lust hat, mitzumachen, keine Voraussetzungen. Auf Meetup oder wo wird es nichts Meetup, einfach mit mir in Kontakt treten. Ah, das ist ganz viel besser. Ja, ich mache jetzt nichts Offizielles. Aber wo hast du dann die Leute rekrutiert? Aus meinem bekannten Kreis. Ach so, okay. Und aus einem anderen Meetup, allerdings ist das dann eh nicht zustande gekommen. Also eigentlich waren es dann ja, weiterreden. Und sind Leute, die früher schon mit Erlang programmiert haben. Also da haben wir auch Know-how dabei. Ah. Der macht, glaube ich, auch die Erlang oder so und ist einer von den Kernentwicklern von der CouchDB, die in Erlang geschrieben ist. Na, nicht schlecht. Also da haben auch und ihr seid anfängerfreundlich oder ja, sollte absolut. Sich schon aus nein, dem nein. Es ist auch nicht so, dass das jetzt so ist, dass die da an einem gemeinsamen Projekt unbedingt jetzt arbeiten, sondern jeder sitzt vor seinem Computer und man redet halt einfach miteinander und unterbricht einander und fragt einander und stört einander und hat Spaß miteinander. Nerd Social Group. Genau. Das heißt also, wenn man da hinkommt und einfach nur das Tutorial zu Elixir liest. Auch gut. Ja. Ping! Klingt so nach Internet, ne? Ja. Ja. Ja, cool. Ja. Ich sag nichts. Ja, ich habe noch etwas Schönes als Überleitung. Du warst in Brüssel. Ja. Musstest du dann auch durch einen Nacktscanner irgendwo gehen? Nacktscanner? Du hast uns schon mal von einem Nacktscanner erzählt, aber das war nicht von Brüssel. Ja, das war irgendwo anders. Ich wurde durch mehrere solche... Metalldetektoren waren das aber. Durch mehrere Metalldetektoren musste ich öfter gehen und auch mein armes Gepäck. Und boah, ich hab's beim Rückflug, war ich schon so geistig umnachtet, habe ich tatsächlich ein Flascherl Wasser in meinem Rucksack drin gehabt. Ui, da haben sie erst so einen Stab, also erst einmal wurde mein Gepäck ausgesondert, dann ich und dann eine Frau freundlich gefragt, ob sie das eh durchsuchen darf. Und ich hab's dann nicht darauf angelegt, dass ich sage, na, sie darf nicht. Ich wollte meinen Flug erwischen. Und dann hat es erst einmal, dann hat es nicht irgendwie reingriffen, aber ich habe gedacht, sie leert das aus. Nein, sie hat dann ein Stabal genommen, so wie diese Handy-Selfie-Sticks. Aufs Stabal hat so ein Streifen draufgeklebt, ich nehme an, mit irgendeiner empfindlichen Substanz für Sprengstoff. Damit hat sie in meinen dreckigen Unterhosen und Socken umgestochert, die da in dem Test drinnen war. Ja. Dann hat sie es rausgefischt und dann hat sie so mit einem Gummihandschuh einmal so ohne Hinschauen so gezielt reingriffen und gesagt, haha, und hat das Flascherl rausgezogen. Ah, okay. Das wurde entdeckt. Ja. Genau, das wurde dann entsorgt, weg was. Und aber gleich daneben war ein riesiger Haufen mit gratis Wasserflascheln, habe ich mir das nächste genommen. Das ist interessant. Für den nächsten Metalldetektor, dass ich wieder Spaß habe. Aber in wirklich, Wien, weil ich habe den Eindruck, die Flughäfen dann um alles in der Welt versuchen, dass man Wasserflaschen kauft. Deswegen bin ich nach Marokko geflogen, bin von München ausgeflogen und hinter der im Sicherheitsbereich vom Münchner Flughafen sind die Wasserhähne so, dass man wirklich keine Flaschen drunter tun kann. Das ist ein extra so und zwischen Wasserhahn und Waschbecken ist so viel Platz. Und das ist ein Schlauch oder kleine. Und in Wien habe ich das auch schon mal versucht, am Wiener Flughafen, das Sicherheitsding, kriegt man nur Warmwasser.
Also das heißt, du kannst... Das ist ja auch eine Frechheit. Ach, das finde ich doch angenehm. Ja, ich hab dann auch das Warmwasser genommen, es wird schon wieder kalt, bevor wir jetzt für 3 Euro einen halben Liter Wasser kaufen. Ja. Aber ich verstehe nicht ganz, was das also so ist. Also ich mag echt kaltes Wasser. Ich bin sonderlich freundlich, weil ich trinke ja sonst nur Leitungswasser. Was soll ich da jetzt Wasser kaufen? Ja. Ja, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, ich bin nach Köln geflogen und wieder zurück. In Wien haben sie ja noch die alten Metalldetektoren. Ich bin durchgegangen, habe dann Stunden gewartet, bin geflogen. Auf dem Rückflug haben sie jetzt in Köln diese Nacktscanner schon eingerichtet. Und ich habe mir nur gedacht, oh nein, jetzt fangen die mit dem Scheiß hier an. Wie hast du den erkannt? Also ist das der mit diesen Ringen, die so rauf und runter fahren? Nee, da sind keine Ringe drin. Das ist so ein, im Prinzip ist das so ein, wie eine Schleuse. Nur vorne und hinten sind sie immer offen. Das heißt, man könnte theoretisch komplett durchgehen einfach. Aber natürlich sollst du dich da reinstellen. Arme hoch, du bist ja ein Täter, du bist ja sehr gefährlich, deswegen Arme hoch. Und dann fährt so ein... ja, das habe ich gemeint, den habe ich auch einmal. Oder wieder zurück. Aber da kannst du relativ leicht sagen, du willst nicht und dann krabbst du. Ja, genau, richtig, das habe ich gemacht. Und hast dich auch abtatschen lassen. Ja, ich habe mich dann halt abtatschen lassen. Die Leute sind freundlich, sollte halt drumherum gehen. Das ist halt nicht besonders freundlich gestaltet, weil man kann nicht so einfach, weil da ein Absperrband ist. Ich musste also das Absperrband selber dann entfernen, durchgehen. Also wirst du genutscht, dass du dich nackt scannen lässt. Genau. Und das Einzige war halt, ich musste ein paar Minuten da sitzen bleiben, weil die Schuhe werden dann nochmal durch den Röntgen geschickt. Die Schuhe extra? Die Schuhe werden nochmal extra neben deinem Körper. Dass du die Schuhe rausziehen musst. Ja, es könnte ja was drin sein. Es könnte jeder auf die Idee kommen, nicht durch den Nacktscanner zu gehen. Also das Abtasten war schneller als der Nacktscanner. Aber ich schneller. Ja, ja. Schuhe, die haben dann... Also. Und Und da hilft nur mit Glocks fliegen. Ne? Ja, den musst du wahrscheinlich auch. Ja, meine Freundin hat das in Amerika... Also in Amerika dann auch gemacht. Sie wurde dann von einer freundlichen Frau handgetastet, um die Schuhe auch. Und ihre Schwester und ihr Cousin wurden dann rausgezogen. Und was war? Sie hatten eine Flasche Salsa. Salsa? Gewürz. Oder? Gewürz. Das wurde entdeckt. Ja, das wurde entdeckt und ich habe ihm noch geschrieben, sie sollen eine Tüte nehmen, das eintüten, wenn es weniger als 100 Milliliter sind, kein Problem. Ja, da haben sie nicht dran gedacht. Und wer nimmt schon bitteschön Flaschen mit ins Handgepäck? Tja, selber schuld, aber ja. Also man ist ja sowieso Bombenattentäter, wenn man fliegt, aber sie lassen einen trotzdem ins Flugzeug. Halt nur ohne Salzerflaschen. In Wien haben sie gesagt, du könntest das Gepäck noch einchecken. Ach so. Wenn du durch die Sperre gehst, sie finden eine Flüssigkeit bei dir. Je mehr ist, dann kannst du das Gepäckstück als Ganzes noch immer einchecken. Aber dann musst du wahrscheinlich zurückgehen, oder? Davon würde ich ausgehen und du musst auf jeden Fall zahlen für das ganze Gepäckstück. Dazu habe ich auch etwas hier in Wien. Ich habe mich vorher informiert, weil ich nur Handgepäck mitnehmen konnte, weil mein Flug nur Handgepäck erlaubt. Wie viel darf ich transportieren? Wie groß darf der Koffer sein? Mein Koffer ist für Handgepäck zugelassen. Man darf maximal 8 Kilogramm mitnehmen. Ich habe einfach mal gepackt, wird wahrscheinlich keine 8 Kilo sein, dachte ich mir. Und das ist mir noch nie passiert. Aber bevor ich überhaupt zu den Sicherheitskontrollen kam, haben sie die Leute wiegen lassen, die Koffer. Echt? Ja, und mein Koffer hat fast 12 Kilo gewogen. Und dachte mir nur, Scheiße. Und dann frug die dann freundlich, haben Sie einen Laptop da drin? Ja. Und dann habe ich kurz den Kopf aufgemacht, das kleine Laptop, was definitiv keine viel Kilo wiegt. Und dann, okay, passt. Zumachen und kann ich mitnehmen. Also im Prinzip Laptop mitnehmen ist dann kein Problem mehr, wenn das Ding übergewicht ist. Das hängt aber auch von der Airline ab. Ja, das war, ich bin mit Transavia geflogen, die haben gesagt, man darf wirklich nur ein einziges Gepäckstück haben und das darf maximal 10 Kilo haben, inklusive Laptop als möglich. Ja. Also es war, ich bin geflogen mit Germanwings, aber kontrolliert wurde ich von Austrian Airlines. Und Austrian Airlines, bei denen sind die Bedingungen
um so 8 Kilogramm Koffergepäck im Prinzip. Dazu darfst du aber immer noch eine Tasche mit Laptop und dann noch rein theoretisch noch so ein Handtasche und eine Jacke und solche Sachen. Ah. Und aber bei Germanwings ist nur ein Handgepäckstück erlaubt und die Jacke. Und da die aber nicht differenzieren, was du gerade für eine Airline, bei welcher du gebucht hast, war das dann wurscht. Also es, ich habe auch im Internet mich eingelesen, es wird empfohlen, es einfach nicht zu überschreiten, weil je nachdem, wie man gerade, also wer da gerade kontrolliert, das ist höchst unterschiedlich, wie die reagieren. Und auch was man mitnimmt an der Sicherheitskontrolle. Ich hatte in diesem Fall einen Stick für ein Schlagzeug mit und ich hatte schon Bedenken, dass ich das Ding mitnehmen darf, weil eigentlich ist das nicht erlaubt, würde ich sagen. Weil es ist schon spitz und gefährlich. Aber es war nicht verboten. Ein Feuerzeug ist übrigens erlaubt. Bei Taschenmessern hängt es von der Klingenlänge ab. Ja, genau. Die Standard-Taschenmesser ist zu lang. So nebenbei. Die kleinen. Die kleine, okay. Ah, okay. Ich habe 6 cm. Ja, aber Nagelscheren darf man doch auch nicht mitnehmen. Ja, ja. Warum da Taschenmesser? Ja, könnte ja sein, dass du damit das Feuerzeug, Quatsch, Feuerstein anzünden müssen. Ja. Nee, ich weiß auch nicht. Es ist sehr viel. Also, das hier ist wirklich echt anstrengend. Es ist ja sehr viel irrational und sehr viel Show. Halt. Mhm. Ja, Show. Ja. Und im, wenn du dann hinter der Schleuse bist, kannst du ja alles kaufen, was du brauchst, um eine Bombe zusammenzubauen. Mhm. Dafür brauchst du ja nicht lange. Mhm. Also, ja, das ist völlig. Ja, du musst halt den fünffachen Preis verlegen sein, was von der vor der Schleuse kannst. Naja, das ist das Ding, ja. Ja, okay, ich würde jetzt nicht unbedingt den 70 Euro Whisky nehmen. Und anzünden. Wir sind beruhigt im Flugverkehr. Deswegen ist dahinter alles so teuer. Eine Sprudelflasche ordentlich schütteln ist auch schon ziemlich explosiv. Schluss, aus. Wie viel haben wir? Über 2 Stunden. 2 Stunden. 2 Stunden, hui, da waren wir schon lange nicht mehr. Die zweite Stunde. Und die zweite Stunde mache ich wieder. Danke. Wie üblich. Danke. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.